Die Sicherheitsphilosophen werden euch präsentiert von securityausbildung.info. Ob Lernmaterial, Bücher oder Lehrgänge, für die Sachkundeprüfung, geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft oder Meister für Schutz und Sicherheit, erhaltet jetzt 10% Rabatt auf alle Produkte mit dem Rabattcode Sicherheitsphilosophen10 unter www.securityausbildung.info. Unser Partner für hochwertige Qualifizierungen in der Sicherheitsbranche. Mit Florian und Raphael, damit ich die Namen nicht gleich nochmal sage. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Sicherheitsphilosophen. Auch mein Co-Moderator Raphael ist dabei. Kannst du gleich nochmal machen, weil du mega übersteuert hast. Okay. Das kann ich wissen. Wir lassen das jetzt an dieser Stelle einfach mal so, weil unsere werten Zuhörer offensichtlich oder hoffentlich verfolgt haben, dass wir mit neuem Equipment am Start sind. Ja, und unsere Mikros gerne fressen. Ja, also wir üben noch, wir üben noch. Weißt du, das erinnert mich immer an die, zum einen immer an meine Zeit im Veranstaltungsschutz, wenn du da Leute hattest, die das erste Mal offensichtlich gefunkt haben und den Grundsatz drücken, denken, sprechen nicht kannten, sodass du dann immer so eine Sache hattest von einer funkt, auf Position 3 mit 6, 7 Leuten. Wer bist du überhaupt? Ja, oder an unsere Hauptversammlung, die wir zusammen gemacht hatten, falls du dich noch erinnern kannst, dieses eine Mädel von dem Sicherheitsteam, die uns irgendwas über Funk mitteilen wollte, ja. Wo wir mit dem Einsatzleiter zusammenstanden und uns alle drei mit Fragezeichen im Gesicht angeguckt haben und alle drei versucht haben, ihr klarzumachen, dass sie aufhören soll, ihr Mikrofon in ihren Rachen zu stecken, weil wir sonst nicht verstehen, was sie von uns will. Aber du weißt doch, das Mikrofon war kaputt gewesen. Nee, das ist dieses Problem, dass diese Leute diese Ansteckmikrofone benutzen und aus irgendeiner, weiß ich nicht, Laune heraus oder einem Gedankenfehler immer der Meinung sind, dass sie jetzt noch ihren gesamten Kopf zu diesem Mikrofon drehen müssen und dann extra laut sprechen müssen, weil das ja ein kleines Mikrofon ist. Dass das aber darauf abgestimmt ist, dass man genau das nicht macht, vergessen die meisten, habe ich das Gefühl. Ja, mein Mikrofon ist neu und groß und von daher muss ich mich tatsächlich daran echt noch gewöhnen. Das ist auch komplett eine andere Funktionsweise wie mein vorherigen. Da musste ich echt nah dran, um einen Ton zu generieren. Hier ist es offensichtlich anders. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen zu... Bitte? Offensichtlich? Offensichtlich, ja. So, also für diejenigen, die jetzt keinen Tinnitus haben und uns noch zumindest akustisch hören, die wenigsten verstehen uns ja. Nein, das war jetzt schon wieder gemein. Also... Das war schon wieder überheblich und gemein. Nein, also herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Sicherheitsphilosophen hier an diesem wunderschönen, ja, bewölkten, was haben wir denn heute? Montagnachmittag, 4:45. Ich hoffe, ihr seid gut durchs Wochenende gekommen. Wir sind's. Sind wir's? Also ich ja. Ja. Also, wenn nicht, sind das Dinge, die unsere Zuhörer nichts angehen. So ist es, genau. Wie bringe ich jetzt den Übergang zu unserem nicht ersten Thema, aber... Warte, dann habe ich noch ein lustiges Thema, damit alle mal lachen können. Mit Sicherheit haben alle, die nicht in Berlin leben, schon mal von unserem wundertollen neuen Flughafen gehört, der seit inzwischen, ich glaube, 8 Jahren gebaut wird und immer noch nicht am Netz ist. Und der aber dieses Jahr ans Netz gehen soll, ziemlich genau im Oktober war das, glaube ich. Die Rede ist von unserem tollen BER. Und da sollte eigentlich ab April sollte der Probebetrieb stattfinden, um zu gucken, ob die ganzen Live-Prozesse, die an so einem Flughafen stattfinden, also ne, Gepäckempfang, Check-in, Check-out, etc. pp. Oder auch Gepäckaufgabe, Verweilen, Sicherheitskontrollen, und die verschiedenen Wege sollten alles getestet werden, unter anderem auch Entfluchtung und alle Notsituationen, die mit in den Flughafen spielen, einfach um zu gucken, ob das mit Personen funktioniert. Das sollte von April bis, ich glaube, in den Juli rein getestet werden. Dem findigen Beobachter wird aufgefallen sein, dass wir jetzt Anfang Juni sind und aufgrund der Corona-Situation hat das bisher nicht stattgefunden. Ich hatte mich für die Probebetriebe angemeldet und habe
just in time, quasi gerade eben, eine E-Mail vom BER bekommen mit der Überschrift Änderung beim BER-Probebetrieb. War hat man jetzt von 20.000 auf 9.000 Komparsenplätze reduzieren müssen aufgrund der aktuellen Situation. Und um allen die möglichst gleichen Chancen zu bieten, hat man jetzt quasi die komplette Registrierung, die es dafür gab, komplett storniert, komplett gelöscht und startet das quasi komplett von neu. Und es wird darauf hingewiesen, dass man dann halt Abstandsregeln einhalten muss und Mund- und Nasenbedeckung tragen muss, wenn man an dem Probebetrieb teilnimmt. Wo ich mir dann denke, jo. Das heißt also, wenn ich mich jetzt drauf bewerben würde... Ja, es gibt dafür eine Internetseite und da müsstest du dich jetzt eigentlich... eer-testen.de. Genau. Also ich weiß, hier in der E-Mail steht leider nicht drin, ab wann quasi du dich neu bewerben kannst. Danach hatte ich mich eigentlich gesucht. Ja, da steht auch drin, derzeit ist der Probe die Anmeldung nicht möglich. Dann haben sie es noch nicht wieder freigeschaltet, warum auch immer. Aber das ist jetzt quasi, wird dann quasi das nächste Ding sein. Aber wie gesagt, Aber ist das tatsächlich was du sagst, macht das Sinn aus deiner Sicht? Weil ich überlege jetzt mal, ja, es gab jetzt ein paar, nee, also wieder ein Probebetrieb auf ein, ich sag mal, künstliches Niveau zu heben. Das ist ja immer diese Diskussion, die wir auch bei irgendwelchen Evakuierungsübungen, Entfluchtungsübungen oder sonst irgendwas haben. Ich meine, es gab jetzt Veränderungen und Anpassungen in den Vorgaben bezüglich Corona für Flughäfen. Wobei ich da tatsächlich von einer Mindestbegrenzung und Personenanzahl oder sowas nichts gehört habe. Jetzt willst du einen Probebetrieb durchführen und reduzierst das auf ein künstliches Maß, wo ich jetzt erstmal sage, okay, also spiegelt das die Realität wider oder werden bestimmte Aspekte untergehen, die ich dann erst im Echtbetrieb feststellen werde, ohne dann wirklich darauf noch reagieren zu können, was ja eigentlich der Probebetrieb ja ursächlich als Ziel hat. Also ich glaube nicht, dass es grundsätzlich ein Problem ist, dass du es mit reduzierter Stärke machst, weil ich der Meinung bin, dass ja mit Bau schon feststand, dass der BER zu klein ist. Von daher macht es jetzt in meinen Augen keinen Unterschied, ob du es mit 20.000 ausprobierst, die ja auch nicht alle gleichzeitig anwesend sind, sondern es geht ja dann geht ja um die Gesamtanzahl an Leuten, die war ja, wie gesagt, das war von, ich glaube, Ende April bis Ende Juli war quasi jeder Tag waren Leute da. Wenn sie da von 20.000 ausgegangen sind, dann zieht sich das ja über alle Tage, die sie geprobt haben. Insofern hast du ja nicht auf einen Schlag sowieso nicht 20.000 Leute da gehabt, um das zu erproben. Das heißt, die eigentliche Kapazität des BER hättest du ja sowieso nie oder nie getestet. Also, sie verringern ja jetzt nur die Anzahl der Freiwilligen, damit sie im Testbetrieb noch weniger Leute grundsätzlich da haben. Grundsätzlich halte ich es nicht für verkehrt, dass sie diese Proben machen, um zu gucken, ob die Abläufe und die Prozesse funktionieren. Was ich jetzt halt nur so witzig finde, ist, dass sie jetzt den Probebetrieb nach hinten verlegen mussten, passt halt so wunderbar zu der ganzen Historie dieses Flughafens. Was ich noch witziger finde, ist, warte mal, sie schreiben hier, die Eröffnung ist am 31. Oktober. Geprobt wird an 25 Tagen. Alle freien Termine sehen Sie bei der Anmeldung. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weiß ich nicht, die machen nächste Woche die Anmeldung auf, proben insgesamt nur 25 Tage, weil sie jetzt nämlich genau das Problem bekommen, wovon man, also das sie ja schon seit längerem haben, nämlich Zeit. Dadurch, dass sie seit April ihre Probung nicht machen, werden sie die Probung im Gesamten stark reduzieren müssen, nämlich auf 25 Tage. Das heißt, alles wird im Schnelldurchlauf irgendwie mal angetestet werden müssen, weil wenn du Fehler entdeckst, musst du die ja noch ausbügeln können. Dafür brauchst du ja auch wieder Zeit. Das heißt, die Eröffnung am 31. Oktober ist mal wieder mehr als knapp bemessen, wegen einer, naja gut, der Flughafen selber kann nichts dafür, aber wegen einer wunderbaren Panne, die jetzt quasi wieder aufgetreten ist, nämlich wir dürfen nicht mit so vielen Leuten auf einem Fleckchen Erde sein. Ich fand das irgendwie witzig, weil das so wunderschön in die Historie passt. Ja, aber jetzt, wo ich gelesen habe, dass Tegel man sich doch dafür entschieden hat, weil jetzt
ganz plötzlich und unerwartet durch die Lockerung die Fluggastzahlen wieder hochgehen, tatsächlich bis November geöffnet werden sollen, haben wir doch immer noch unseren Plan B in der Tasche. Ja, ich weiß nicht, ob die Leute sich damit wirklich, oder nicht die Leute, sondern die Politik sich damit einen Gefallen tut, Tegel zu schließen, auch wenn sie das Grundstück quasi schon verkauft haben. Denn die Mehrheit der Berliner hatte bei dem entsprechenden Volksentscheid dagegen gestimmt, den Flughafen zu schließen. Da sage ich leider genau das Gleiche wie damals schon bei Tempelhof. Der Flughafen, in dem Fall Tegel sogar besser als Tempelhof, würde sich für kleinere oder für Inlandsflüge durchaus noch mehr als bezahlt machen, in meinen Augen. Mal Tegel, wenn ich es mir auf Google Maps angucke, das habe ich vor einiger Zeit erst gemacht, drumherum durchaus noch Platz hätte, um nötigenfalls die Landebahn ein wenig auszubauen. Das würde wahrscheinlich wieder mit einigen Protesten einhergehen, weil man ja dann wieder ein bisschen holzen müsste, aber so von der Theorie her in meinen Augen wäre da noch Platz nach vorne und hinten oder zumindest nach hinten. Da könnte man den Flughafen eigentlich, also zumindest auf den Luftbildern, die du siehst, na gut, da hast du halt noch ein bisschen Auslaufzone, könntest aber in meinen Augen, könntest du da definitiv noch ein bisschen anbauen und könntest kleinere Maschinen, oder die zweite Startbahn könntest du richtig ausbauen, könntest wahrscheinlich sogar noch eine dritte daneben legen. Könntest du das für Inlandsflüge oder kleinere Sachen, könntest du den nach wie vor benutzen, weil jetzt, also die Anbindung ist halt gut dahin, aber jetzt musst du ja jedes Mal, also zum Beispiel für mich, ich wohne in Spandau, das ist im Westen von Berlin, für alle, die nicht aus Berlin kommen, ich muss jetzt immer einmal komplett durch die gesamte Stadt fahren, um an den BER zu kommen, sobald der offen ist. Was grob geschätzt bedeutet, dass ich mit den Öffentlichen und von mir hier in Spandau geht sogar ein Express, weiß ich, da bestimmt eine Stunde unterwegs bin, bevor ich am Flughafen bin. Minimum. Das ist, also nach Tegel brauche ich mit den Öffentlichen 20 Minuten. Das mal so zu vergleichen. Der ist halt im Nordwesten von Berlin. Relativ gut erreichbar. Angebunden durch mehrere Buslinien von mehreren verschiedenen Punkten den Flughafen anfahren, sodass man auch mit anderen Verkehrsmitteln quasi relativ nah anfahren kann. Daher bin mal gespannt. Weil wir gerade doch in einer Breaking News Phase gerade sind, obwohl wir vorhin im Vorgespräch gesagt haben, das wollen wir heute tatsächlich eigentlich nicht machen. Ganz kurz noch mal eine Info, weil das auch ein Thema war, was uns in den letzten Podcasts immer wieder beschäftigt hat, dass, jetzt muss ich selber noch mal nachgucken, das Oberverwaltungsgericht, der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg hat gerade heute vor wenigen Minuten, Stunden, entschieden auf Eilantrag der Chibo GmbH, dass die Richtgröße von 20 Quadratmetern Verkaufsfläche pro Person außer Vollzug gesetzt werden muss. Hintergrund ist, dass die Landesregierung argumentiert hatte, dass die Richtgröße keine verbindliche Vorgabebeschränkung sei, sondern lediglich ein Orientierungswert. Chibo hatte dagegen geklagt, dass in einem Verwaltungsvorschrift tatsächlich nicht Richtlinien und Größen, sondern aufgrund des Gebots der Bestimmung von Normen so verfasst sein müssten, dass die Rechtslage für die Betroffenen konkret erkennbar und ihr Verhalten darauf auszurichten sei. So, das ist bei einer Orientierung von 20 Personen, von 20 Quadratmetern Verkaufsfläche pro anwesender Person relativ schwierig. Das heißt, das Gericht hat die Landesverordnung einkassiert, letztendlich aber mit keiner großen Auswirkung. Das hatten wir in unterschiedlichen Malen bereits auch schon gehabt, dass das einkassiert wird. Das ist für eine kurze Zeit nicht gültig. Dann passt der Gesetzgeber die Zahl an. Hier in diesem Fall wird er sie konkretisieren. Ich weiß nicht, ob sich der Einzelhandel damit einen Gefallen getan hat, dem da wirklich zu klagen. Vielleicht wird die Zahl jetzt auch tatsächlich geringer sein, aber festgeschrieben sein. Somit wird es kein Richtwert mehr sein und dann sind die Spielmasse, die man vielleicht mit bestimmten
Hygienemaßnahmen gehabt hätte mit entsprechenden Sicherheitskonzepten auch außen vor. Sprich, man hat dann ganz klare und eindeutige Vorgaben, an die man sich halten kann. Finde ich ganz interessant, dass man dagegen klagt. Also ich kann das verstehen, weil es halt ungenau ist und sie halt sagen, nee, es muss halt genau sein. Was ich auch wieder interessant finde, ist, dass sämtliche Oppositionen gleich wieder aufspringen und anfangen, die Kritik quasi aufzunehmen. Hier hat nämlich jemand von der FDP offensichtlich, es wird hier zitiert, gleich zu Interview gegeben, wieder einmal zeigt sich handwerklich schlechte Arbeit der Landesregierung und ein Gericht kippt eine Verordnung. Ja, mach's halt besser. Ja, ich will jetzt nicht unbedingt darüber diskutieren. Ich finde es schwierig. Nee, wollte ich auch nicht. Nee, ich finde es schwierig. Das ist natürlich ein politisches Statement. Das ist ja ein rein politisches Statement, das da abgegeben wird. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, weißt du, wenn es da irgendwelche Verwaltungsvorschriften zum Anspitzen eines Bleistifts für Beamte zur Verhütung von irgendwelchen Verletzungen gibt, dann ist die Gruppe, die diese Verwaltungsvorschrift verstehen muss, eng begrenzt und ja, aber was ich an solchen Kreis Sachen immer nicht verstehe, ich meine, ich habe mir den Fall jetzt nicht bis zur Genüge dazu durchgelesen, aber ich bin jetzt mal so frech zu behaupten, dass die FDP in diesem Landtag es für nicht als nötig empfunden hat, selbstständig gegen diese Verordnung zu klagen, weil sie ja selbstständig feststellen, dass die Verordnung nicht gut ist. Stattdessen lassen sie das den Einzelhandel machen, was ja hier nicht mal der Handelsverband macht, sondern in dem Fall sogar ein einzelnes Einzelhandelsunternehmen. Also sich hinzustellen, zu sagen, ja, das war mal wieder schlechte Handwerksarbeit, ja, aber eure ist auch nicht besser, weil ihr kanntet die Vorschrift, bevor sie überhaupt rechtskräftig war. Da hätte man von Anfang an auch von Seiten der FDP, einer CDU, einer hast du nicht gesehen, wer auch immer, von Anfang an gegen angehen können. Nämlich einmal, dass man sagt, Leute, das geht so nicht. Und wenn die betreffenden Leute trotzdem überstimmen und sagen, aber wir machen es trotzdem so, hätte man dann auch gleich entsprechend Klage gegen einreichen können. Hat man aber nicht. Stattdessen ruht man sich lieber darauf aus, dass es ein Einzelhändler gemacht hat, um dann auf den fahrenden Zug mit aufzuspringen und zu sagen, ja, das war mal wieder ganz schlechte Arbeit. Ja, von euch aber auch. Also, um da einfach mal den Zahn zu ziehen von wegen, dass da wieder jemand glaubt, er sei besser als der andere. Tja. Aber weißt du, wer gute handwerkliche Arbeit macht, um jetzt mal wir. Ich rede jetzt von handwerklicher Arbeit. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie man eine Lampe an die richtigen Kabel anschließt. Das weiß ich, das habe ich tatsächlich in meiner Wohnung auch selber gemacht. Ich werde jetzt ein paar Wochen noch meine Küche selber aufbauen. Das Ergebnis werden wir dann sehen. Ich habe sie bestellt. Okay. Hast du endlich eine? Ja, das muss man tatsächlich vielleicht in dieser Runde ganz kurz, um mal in mein Privatleben in die Tiefe einzutauchen, nachdem ich gestern als antifaschistischer Junge bezeichnet wurde. Oh ja, das habe ich gesehen. Das war geil, oder? Aber da kommen wir gleich auch nochmal zum Gespräch da drauf. Sachlichkeit und Emotionalität passen offensichtlich nicht zusammen und Sonntagnachmittag ist für manche dann auch zu viel. Nee, ich hatte überlegt, ich bin in eine Wohnung gezogen, in Brandenburg gibt es keine Pflicht zum Einbau von Küchen und zur Verfügungstellung von irgendwelchen Einrichtungsgegenständen in dem Bereich. Und ich bin nicht zu 100%ig zufrieden mit dieser Woche und deshalb war mit dieser Wohnung, nicht mit dieser Woche, die hat ja erst angefangen die Woche. Gut, wir reden Ende der Woche nochmal darüber, ob ich damit zufrieden war, aber nicht ganz 100%ig zufrieden und es ist halt natürlich die Frage, gebe ich da mehrere 100 Euro aus, um jetzt in eine Küche reinzusetzen und vielleicht gegebenenfalls nächstes Jahr wieder auszuziehen oder nicht. Aber drum sei es, ich habe jetzt entschieden, Küche kommt und Küche werde ich auch selber aufbauen. Nachdem ich praktisch, indem ich meinen Geburtstag reingefeiert habe, meinen 30. Tatsächlich auch bis kurz vor Mitternacht einen Schrank aufgebaut habe. Also von daher ist das mein zweites Leben, jetzt handwerklich begabt zu sein. Unabhängig davon, wie wir... Wenn es nicht mehr läuft, wird der Handwerker. Wenn es nicht mehr läuft, dann Handwerker und texte die Leute beim Aufbauen zu. Finde ich, ist eine gute Idee. Zurück zur eigentlichen Frage, Thema Handwerklichkeit. Weißt du, welche Frage ich mich noch am Wochenende gestellt habe? Oder nein, ich würde sie dir stellen. Es klingt jetzt so gestochen, aber es war gar nicht abgesprochen und geschauspielert. Aber
Hast du, wir reden ja auch oft auch über soziale Medien und Neuentwicklung und was man so alles machen kann. Hast du eigentlich schon mal dich selber gefragt, für wie viele Leute wir diesen Podcast eigentlich machen? Also ernsthaft habe ich mir diese Frage noch nie gestellt und ich habe es auch noch nie versucht rauszufinden. Aber ich gehe mal davon aus, deine Frage hat ja mit Sicherheit einen bestimmten Hintergrund und du wirst mir wahrscheinlich gleich entweder Zahlen nennen können oder zumindest sagen können, wo unser Format überall vertreten ist. Das Schlimme ist, ich hab's tatsächlich an diesem Wochenende mal versucht für die letzten Folgen und habe festgestellt, dass das unglaublich schwierig ist. Wir sind inzwischen auf so vielen Plattformen und das soll jetzt gar keine Werbung sein, sondern es soll einfach mal so ein Gedankengang sein, den ich jetzt am Wochenende hatte. Wir sind inzwischen auf so vielen Plattformen vertreten. Also ich meine, YouTube ist simpel. Da kann ich dir in meiner Statistik sagen, dass Hans, Jürgen, Ahmed, weiß ich auch nicht, die ersten 10 Minuten gesehen hat und dann eingeschlafen ist. Aber vielleicht nee, der dann, Rest, wenn er eingeschlafen wäre, würde dann, die stimmt, Folge dann, ja durchlaufen. Dann würde es ja durchlaufen. Ja, der ist mit der Nasenspitze auf die Leertaste gekommen und dadurch hat das Video gestoppt. Selbst das würde mir wahrscheinlich YouTube erzählen und erklären, aber Dann hört es ja dann letztendlich auf. Ja, du kriegst so einen gewissen Überblick. Da haben wir letzte Woche nach unserer Folge ja nochmal gesprochen. Ne? Also herzlich willkommen, Ladies. Also unsere größte Zielgruppe sind tatsächlich die Damen direkt in unserem Alter. Ich muss jetzt nochmal parallel nachgucken. Aber vielleicht sollten wir hier... Ob sich da was geändert hat aus der letzten Woche. Aber vielleicht sollten wir hier tatsächlich mal eine Partnerbörse aufmachen. So, wo haben wir es denn? So, ja, wir haben fast 2/3 weibliche Zuhörer im Alter von 28 bis 34 Jahren. Das ist genau mein Beuteschema. Also, Raphael ist Single, ich bin Single, meldet euch bei uns, Ladies. So viel dazu, aber dann hört's ja dann auf. Dann mache ich auch mal bei euch eine Risikobewertung. Gut, gut. Damit hat sich gerade unsere Reichweite im... im weiblichen Bereich deutlich reduziert. Ja. Gut, fast jetzt, und du hast mich aus dem Konzept rausgebracht, aber damit war's. Also wir sind ja inzwischen auch auf Instagram, wir sind auf anderen Plattformen, Facebook-Video und das sind einfach Streaming-Zahlen, die ich in dieser Form tatsächlich gar nicht so wirklich erheben kann. Also, aber jetzt würde mich mal interessieren, ich weiß ja, dass du uns bei YouTube, bei Spotify sorgst du ja quasi dafür, dass unsere Folgen dahin kommen. Bei Apple Podcasts und Google Podcasts, glaube ich, machst du das ja auch. Ja. Aber was sind denn diese ganzen anderen? Also schnappen die sich dann einfach nur unsere die Dateien von den anderen Servern oder stellst du das da auch selbstständig ein? Nein, das funktioniert über RSS-Feeds, glaube ich, nennt sich das. Ah, okay. Die sind dann zugänglich, die stelle ich dann zur Verfügung und dann werden die praktisch eingespielt. Wobei ich auch sagen muss, also der Vollständigkeit halber einfach mal hier Radio Public, Pocket Casts und Breaker sagt mir persönlich nichts. Keine Ahnung, ob diese Plattformen überhaupt eine gewisse Reichweite haben oder wo die überhaupt herkommen. Ich glaube, die wichtigsten sind einfach Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Werden die größten sein, das ja. Werden die größten sein, Spotify vor allem. YouTube ist klar, unsere eigene YouTube-Seite dort mit den aktuellen Videos und so Zwischenthemen, die da mal hochgeladen werden. Instagram muss leider manuell gemacht werden, aber Instagram hat eine Schnittstelle zu Facebook-Videos. Okay. Von daher muss ich das nur bei Instagram hochladen, was aber ein bisschen kompliziert ist, dass ich in der Regel schneiden muss, tatsächlich dann doch nochmal schneiden muss. Weil du die Datei nur eine bestimmte Größe und bestimmte Länge haben musst. Aber da steckt schon ein bisschen Aufwand dahinter, aber ich finde es auch gut, dass wir mit einem reinen Audioformat bei Facebook Video und Instagram TV sind. Ja, letztendlich ist es das Format, was wir ja auch letztendlich bei YouTube hochladen, ne?
Da gibt es Überlegungen. Ich mache ja jetzt auch gerade mit Instagram privat ein bisschen mehr in letzter Zeit. Ich habe da so ein oder zwei Überlegungen, wie ich weiß, du möchtest eher weniger vor die Kamera, aber wie ich mein Gesicht da vielleicht ein bisschen stärker mit einbinden kann. Den will doch keiner sehen. Damit man einen Mehrwert hat, Dankeschön. Damit man einen Mehrwert hat, obwohl, wenn man auf doch YouTube eigentlich geht. Eigentlich müssten wir beide ja uns zumindest einmal ins Video stellen für unsere neue Partnerbörse, die du gerade aufgemacht hast. Damit die holden Damen uns auch mal sehen. Blind Date, Ladies. Achso, Blind Dates, okay. Ja. Seid überrascht, lasst euch überraschen. Apropos, ich habe mal nachgeguckt, also Radio Public ist eine App, die über 100.000 Downloads hatte und Breaker über 10.000. Also, ich denke mal, die App an sich. Die App an sich. Das heißt, die, also wie du schon gesagt hast, ich denke mal, die drei, vier größten werden bei uns YouTube, Spotify, Apple und Google Podcasts sein. Mhm. Ja, aber letztendlich, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, wir haben eine gewisse Reichweite, also einen gewissen Überblick an den Zahlen versuche ich dann schon zu haben und mir mal anzugucken. Aber ja, also wir dürfen, müssen halt auch ehrlich sein, wir sind halt ein Nischen-Podcast für eine bestimmte Gruppe an Menschen, die auch nicht darauf ausgelegt ist. Für Frauen zwischen 28 und 34 Jahren. Die große Single-Börse, das könnte ein, wir nehmen es mal als Arbeitstitel, vielleicht fällt uns noch was Besseres ein. Ja, aber wie gesagt, das hat mich tatsächlich mal interessiert und das ist, da sind wir in der Digitalisierung auch nicht so weiter, dass ich einen Hub irgendwo habe und mir das alles anschauen kann. Sei es aber, neue Technik haben wir eingangs schon gesagt. Wir gucken mal, was wir da noch ein bisschen mehr daraus rausholen können. Wir stehen ja momentan, ich will ja noch gar nicht zu viel verraten, weil das letzte Mal dann auch schief gegangen ist, weil sie dann absagen musste, wollte, konnte, durfte. Lassen wir es mal so stehen an dieser Stelle. Aber ich habe ja schon, wir haben ja schon Planung für eine nächste Sonderfolge, wo es tatsächlich im Bereich Gesundheitsmanagement so ein bisschen gehen soll. Und dann gucken wir mal, was dieses Jahr noch bringt. Ein paar Veränderungen bringt sicherlich mit. Ja. Hast du heute Quickies mitgebracht? Nein. Ich hatte tatsächlich, also hatte ich dir ja schon gesagt, ich hatte tatsächlich oder bin der Meinung, einen Quickie gehabt zu haben. Und weil ich wieder mal in meiner unendlichen Betriebsamkeit es vergessen habe, mir das Thema aufzuschreiben, habe ich den Quickie auf der Zunge liegend vergessen und kann ihn deswegen gerade jetzt nicht präsentieren. Weißt du, wie ich das finde? Ja, ich hatte eigentlich vorhin schon bei meinem Witz mit der Risikoanalyse, hatte ich eigentlich drauf gehofft, dass du den anderen einspielst, aber ich ist ja kein Verlass. Nein, ich übe noch daran. Das ist, das kommt noch. Das kommt noch. Aber müssen wir uns jetzt darauf einstellen, dass du ab sofort öfter so eine Dinger benutzt? Weil Nein. Lasst euch überraschen. Cliffhanger, bleibt dran und ihr erfahrt es das nächste Mal. Okay. Gut. Also nein, ich habe keine Quickies. Quickies. Dann demnächst mit den Aktien. Ja. Jetzt müsste man nur noch die Punkte richtig beschriften, damit es dann nicht genau solchen Fail gibt. Ja, das waren meine dicken Fuschfinger, die zwei Tasten gleichzeitig gedrückt haben. Weil die Tasten so klein sind. Ja, genau. Wie dem auch sei, kommen wir zum ernsten Thema, auch wieder berühmt für unsere Übergänge heute. Du hast es vorhin angedeutet, schon mal, weil du es auch gelesen hast dieses Wochenende, ich bin mal wieder randalierend und wie ein wütender Mob durch Facebook gezogen. Naja, du bist ja nicht wie der wütende Mob durch Facebook gezogen. Bist ja eher an jemanden gestellt mich schon wieder und angeprangert worden. Ich habe mich schon wieder unbeliebt gemacht. Das habe ich heute früh übrigens weitergemacht, aber das ist ein anderes Thema. Das habe ich bei dem. Da war irgend so ein Foto mit irgendeinem Typ, Anker irgendwas, Anker-T-Shirt. Ja, genau. Also wir machen ja Ankerkraut. Ankerkraut, das ist irgendwie eine Firma, die, ich glaube, sogar aus der Höhle der Löwen bekannt wurde, die so Gewürze und sowas irgendwie sowas herstellen. Ja, also das passt alles ganz, Ankerherz, Entschuldigung, nicht Ankerkraut, Ankerherz war das. Ankerherz, genau. So, Ankerkraut ist ja tatsächlich das Gewürz, ich weiß gar nicht, was macht denn Ankerherz?
Keine Ahnung, es hatte aber also einer aus meiner Timeline hatte das ich hab die geteilt. erstmal gestresst. Ich habe zwar keine Ahnung, was die eigentlich machen, aber erstmal einen scheiß Kommentar geschrieben. Das hast du jetzt gesagt, aber ich glaube, das, was ist das? Ist ein Modelabel? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, jemand aus meiner Timeline hatte das geteilt. Fangen wir damit an zu reden. So, hatte das geteilt und wir haben ja momentan wirklich diese Diskussion nach dem Tod von George Floyd in den USA und Polizeigewalt und Rassismus und ich glaube, wir sind uns alle sicher, dass das wirklich falsch und schlecht und überhaupt nichts in unserer Gesellschaft zu tun hat. Das ist übrigens eine Modekette offensichtlich für, oder maritim, ich weiß es Ja, nicht. nee, das scheint, also ich habe extra nachgeguckt. Die haben Läden, ein Radio, einen Blog, Kontakt und Events. Die scheinen alles Mögliche zu vertreiben. Also auch so Accessoires, Bücher von offen, also viel von der Seefahrt, so wie es aussieht, was ja mit Ankerherz irgendwie zu tun haben könnte. Aber die scheinen so, ich sag mal, so ein Mehrbereichs-Shop zu sein. Weil die auch noch einen Bereich Wohnen haben, wo du offensichtlich Geschirr, Getränke, weiß ich nicht, alles doch kaufen kannst. Und die Also, ein Radio haben. ja, also Also. seien wir ehrlich, also nichts Politisches im klassischen Sinne. So. Und ihr habt das ja sicherlich mitbekommen, George Floyd, USA, und dass es die Proteste hier auch in Deutschland begonnen haben. Und jemand aus meiner Timeline hatte praktisch ein Statement geteilt, das wie folgt heißt: Wir haben in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern eine Polizei, die uns mit Maß, Kompetenz und Freundlichkeit beschützt. Glaube ich, kann man erstmal so einen Haken hintermachen. Dann aber der Satz, der mich dazu provoziert hat, tatsächlich darüber zu reden. Es gibt sicherlich auch hier Ausnahmen, wie in jeder großen Organisation, aber keine systemischen Probleme mit zum Beispiel Rassismus. Gibt es die Probleme, werden sie aufgeklärt. Und das war eigentlich mein Trigger, dass ich reingegangen bin in diese Diskussion und gesagt habe, meine Eingangsfrage war einfach gewesen, ja, Moment mal, also wer klärt das denn auf? Also von wem denn? Haben wir in Deutschland eine unabhängige Untersuchungskommission, die weder in einem Abhängigkeitsverhältnis von Staatsanwalt und Polizei steht oder vielleicht sogar von Polizei und Polizei steht? Ohne zu behaupten, und das habe ich auch relativ eindeutig dargestellt, ohne zu behaupten, dass wir die gleichen Probleme wie in den USA haben. Gott sei Dank haben wir das nicht. Aber ich sehe so ein Statement zu sagen, Leute, bei uns ist alles in Ordnung und wenn was passieren sollte, dann wird das aufgeklärt, sehe ich einfach extrem falsch. Also wer sich beispielsweise, da gibt es ja nur eine kleine Handvoll von Beispielen, die man hier nennen könnte, weil sonst würde das alles wirklich extrem in die Länge gezogen werden. Aber wenn ich beispielsweise an den Fall denke, 2005 von dem in Anführungsstrichen schwarzen Uri Jallo, ich spreche den Namen wahrscheinlich jetzt falsch aus, der im Polizeigewahrsam in Sachsen teilweise, also das ist gar nicht jetzt witzig auf die Situation betrachtet, aber in dieser Argumentation, der sich offensichtlich selbst entzündet haben soll in seiner Zelle, wo relativ schnell offensichtlich auch Diskrepanzen stattgefunden haben und eine Landesregierung 12 Jahre lang die Ermittlungen blockierte und selbst in den letzten 3 Jahren, nachdem es durch das Justizministerium an die Generalstaatsanwaltschaft gegangen ist, wir immer noch kein Ergebnis haben. Unabhängig davon, dass wir andere Probleme haben, die wir auch hier schon angesprochen haben, wie Nordkreuz, wo es rechtsextremistische Tendenzen und Verbindungen gibt, wo SEK-Beamte Munition horten, weil sie sich auf den Tag X mit irgendwelchen Todeslisten von irgendwelchen Antipolitikern vorbereiten, NSU 2.0 in Frankfurt, in NRW die Terrorzelle ausgehoben wurde, jetzt in Brandenburg ein Fall bekannt wurde, dass mit Polizeibeamte, Mitglieder einem vom Verfassungsschutz zum Prüffall erklärten Verein gewesen sind und die gleichzeitig noch Daten ausgekundschaftet haben, aus privatem Interesse offensichtlich, kann ich mich nicht hinstellen, korrigiere mich da gerne, lass uns darüber diskutieren, aber kann ich mich nicht hinstellen und sagen, ja, Moment mal, bei uns ist alles schick und wenn was passiert, funktionieren die Systeme, aber die in den USA, die haben ein Problem. Nee, ich glaube, auch wir haben ein Problem. Ich denke, das Problem in Amerika ist, ich würde auch sagen, ein größeres, weil die, glaube ich,
also einen anderen Schwerpunkt würde ich es jetzt mal nennen, haben, nämlich, dass da eigentlich, also das ist zumindest mein Eindruck grundsätzlich von der Situation in Amerika, unabhängig jetzt von dem Vorfall mit dem George Floyd, aber im Endeffekt, jedem ist klar, dass es in Amerika Rassismus gibt. Also, dass Schwarze benachteiligt sind gegenüber Weißen. Also, so hatte ich das zumindest ab und zu mal, war das mein Eindruck, dass es da so ein Gang und Gäbe, das ist vollkommen normal, dass ein Schwarzer anders behandelt wird als ein Weißer. Das war so ab und zu mein Eindruck, den ich von Amerika hatte, und bevor mir jetzt wieder irgendjemand an Karren pissen will mit, du hast gar keine Ahnung, du warst da noch nie. Stimmt, ich war da auch noch nie, aber ich habe Familie, die in Amerika lebt, die tatsächlich weiß ist, und die mir aber auch davon berichtet hat, dass es so, ja, ich will nicht sagen, dass es so eindeutige Tendenzen gibt, aber dass man doch schon Unterschied feststellen kann, wenn man es darauf anlegt. Und ich glaube, dieses Problem haben wir in Deutschland nicht so sehr. Korrigier mich gerne, aber ich würde grundsätzlich von einer deutschen Polizei, unabhängig vom Bundesland jetzt, und ich denke, da wird es auch nochmal Unterschiede geben, aber ich würde grundsätzlich mal sagen, bei einer deutschen Polizei hast du grundsätzlich nicht so sehr dieses Rassismusproblem von wegen, Schwarzer wird anders behandelt als ein Weißer. Was, denke ich, aber auch mit der Landesgeschichte noch ganz stark zu tun hat, zwischen Deutschland und Amerika. Denke, die Probleme bei uns sind generell halt ein paar andere. Ich stimme dir vollkommen zu, und auch dem Schreiber des Posts von Ankerherz, dass unsere Polizei bei weitem auch überhaupt nicht frei von Fehlern ist, und stimme dir auch zu, dass wir uns, nur weil wir nicht dieses Rassismusproblem so eindeutig erkennbar haben wie in Amerika, dass wir uns hinstellen und mit dem Finger auf jemanden zeigen sollten, weil wir selber ein eigenes Problem haben. Bei uns hat das, glaube ich, einfach andere Hintergründe, dass du halt häufig Leute hast, die der Meinung sind, ja, vielleicht nicht was Besseres zu sein, aber die sich in irgendeiner Form für eine Elite halten. Die sie sind, die sie nicht sind, sei jetzt mal dahingestellt, aber sich für irgendwas Besseres halten und der Meinung sind, deswegen irgendwelche Sachen haben zu dürfen, irgendwelche Privilegien in Anspruch nehmen zu können. Da würde ich dir tatsächlich zustimmen, wobei ich grundsätzlich, wie du es auch schon gesagt hast, nicht sagen würde, dass unsere Polizei deswegen überhaupt nicht funktioniert. Man muss aber zugeben, willst du ich sag mal, wie hast du es genannt, eine neutrale Ermittlungsbehörde aufbauen, keine Verbindung zur Polizei oder zur Staatsanwaltschaft hat. Das Problem ist ja im Endeffekt, Polizei ist, ich sag, also, wenn sich jetzt auch einige darüber aufregen wollen, aber die Polizei ist ja im Endeffekt die Rechtsstaatlichkeit, also, ne, ist ja die ausführende Gewalt in unserer Demokratie. Das sind die, ja, unsere Gesetze durchsetzen und für unsere Sicherheit und Ordnung sorgen sollen. Jetzt ist die Frage, wen neutral willst du denen denn vorsetzen und den Polizisten klar machen, wenn die euch was sagen, sind die euch weisungsbefugt? Ich glaube, da würde es grundsätzlich hapern. Vor allem auch mit dem Hintergrund, eine Ermittlungsbehörde muss ja einen Kontakt zu der Staatsanwaltschaft haben, weil die Ermittlungsbehörde ja die sind, die ermitteln, aber nicht anklagen. Das ist ja diese tolle Gewaltenteilung, die wir beim Verfassungsschutz zum Beispiel auch haben. Der Verfassungsschutz an sich, das ist meine Kenntnis seit Studium, ist eine reine Ermittlungsbehörde, die Hinweise aufnehmen, die dokumentieren und das dann entsprechend an Polizei und oder Staatsanwaltschaft weitergeben und sagen, hier, guckt euch den mal an, beziehungsweise wir haben hier eindeutige Hinweise darauf, dass das hier nicht rechtsstaatlich oder nicht mit rechten Dingen zugeht. Guckt euch den an, beziehungsweise kümmert euch darum. Die eigentliche Festnahme übernimmt in der Regel eigentlich die Polizei mit ihren Kräften. Ich weiß, dass es beim Verfassungsschutz, wenn ich mich nicht irre, auch nochmal Einheiten gibt, die auch schon so in die Richtung Polizei gehen. Aber so grundsätzlich ist es ja auch eine reine Ermittlungsbehörde. Nur ist halt schwer, finde ich, Also das gesamte Thema. ich habe halt, warum ich dieses Thema Staatsanwaltschaft nochmal aufgeworfen habe.
Es gibt ja diesen Begriff der Ermittlungsperson der Staatsanwaltschaft. Und das sind ja eigentlich letztendlich die Amtsträger, die im Wesentlichen bei Gefahr im Verzug oder aufgrund bestimmter Gesetze und wenn eben nicht rechtzeitig Eilzuständigkeit, Gefahr im Verzug, Richtervorbehalt etc. Da gibt es ja so, das sind ja letztendlich Polizeibeamte. Ich habe ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei, weil, so wie du das sagst, natürlich ist die Staatsanwaltschaft Ermittlungsbehörde, die ist die Schirmherrin der Ermittlung, aber die ausführenden Organe auch in einer Ermittlung sind ja letztendlich die Polizeien. Da gibt's, da hast du eine Kripo, da hast du eine Schutzpolizei, da hast du unterschiedliche Bereiche, die einfach im Auftrag der Staatsanwaltschaft ermitteln. Und da war eben, das ist letztendlich, sehe ich einfach die Gefahr zu sagen, okay, wenn die Staatsanwaltschaft auch nochmal gegen ihre eigenen Leute zu ermitteln hat, die in ihrem Auftrag arbeiten, und wer sich so ein bisschen mit Juristen mal Kontakt hat, immer gerne fragen. Mir sind eben letztendlich die Erfahrungen zugetragen worden, ohne jetzt hier irgendwie in eine Verschwörung reinzugehen oder sowas. Aber dass es für eine Staatsanwaltschaft extrem schwer ist, Strafanzeigen gegenüber Polizisten nachzugehen, weil eben letztendlich, Stichwort Chorgeist, daraus eine gewisse Konsequenz auch entsteht, weil dieses Denken zwischen, nee, also bei uns hat einer jetzt was Falsches getan, was Rechtswidriges, und ich versuche dem jetzt mit meinen eigenen Mitteln entgegenzugehen, der existiert nicht wirklich. In vielen Bereichen, da wird es auch einzelne Polizeibeamte geben, die sagen, ich bin lieber das schwarze Schaf in meiner Dienststelle, aber dafür tue ich was für die Gerechtigkeit. Ja, aber das kann ich, aber tatsächlich, also so blöd das klingt, kann ich nachvollziehen, wenn Polizisten sich gegenseitig nicht verpfeifen wollen. Also wenn genau, man das deshalb mal sage ich so ja, deshalb sage ich, und das ja letztendlich dann auch mit einer Staatsanwaltschaft in Verbindung, jetzt soll eine Polizei gegen eine andere Polizei ermitteln, auch alles schwierig, deshalb sage ich, man könnte, sollte darüber nachdenken, eine unabhängige Stelle, die kann ja beim Justizministerium liegen, dass ich eben, weiß ich nicht, vielleicht, weiß ich nicht, sowas wie eine Sonderstaatsanwaltschaft oder sowas, die gar nicht für normale Ermittlungsverfahren zuständig ist, sondern allein über diese Themen agiert, weil es gibt, wir haben ja in Deutschland haben wir eine ganz, ganz geringe Datenbasis, was angeht, was die Anzahl überhaupt von Polizeigewalt, und da zähle ich jetzt auch mal Rassismus und Alltag und sonst irgendwas dazu. Wir haben ja da eine ganz geringe Datenquelle. So, und es gibt jetzt eine Studie, die letztes Jahr im Auftrag gegeben wurde von der Ruhr-Universität in Bochum, die sagt, auf einen Verdachtsfall in Deutschland kommen mindestens 5 Fälle, die in Deutschland, wo Polizeigewalt in Deutschland nicht angezeigt wird von Betroffenen. Und wenn die Betroffenen und die Opfer geben im Wesentlichen drei Hauptgründe an. Die erste Befürchtung ist, dann bekomme ich eine Gegenanzeige, dann wird auch gegen mich ermittelt. Die zweite Thematik ist, naja, ich kann den Polizisten nicht identifizieren. Ich muss auch einem Straftäter eindeutig zuordnen können. Und der dritte Grund, und hier auch als Hauptgrund genannt aus dieser Studie oder aus diesem Zwischenbericht der Studie, ist die angenommene Erfolgslosigkeit der Anzeige. Und das ist auch tatsächlich, das kann auch tatsächlich mit Zahlen belegt werden. Also im Jahr 2018 wurden 2.126 Fälle von mutmaßlicher Polizeigewalt angezeigt. In 40 Fällen ist es zur Anklage gekommen. Das ist eine Anklagequote von 1,98%. Natürlich muss man auch dazu sagen, natürlich gibt es auch einzelne Personen, die sicherlich aus einer Anzeige gegen sich eine Gegenanzeige und dieses Spiel auch in umgekehrter Art und Weise passiert. Aber ich finde, diese Zahlen sind einfach extrem gering, auch vor allem von der Anzeige bis zur Anklagequote, wo dazwischen letztendlich, wer klagt an, die Staatsanwaltschaft liegt, die dazwischen die Anklage gegen ihre eigenen Ermittlungspersonen erheben müsste, finde ich gering. Noch schlimmer ist, dass die Tendenz rückläufig ist. 2010 lag sie noch bei 3,15%, 2017 bei 1,97%. Also von daher sage ich gar nicht darüber, lasst uns doch in dieser Diskussion zu einem Vorbild werden, nämlich zum Vorbild, dass wir sagen, okay, wir haben eine wirklich unabhängige Stelle und unabhängig in diesem Sinne, dass sie keine eigenen Interessen verfolgt, weder bei den Personen, die Polizisten anzeigen, noch
mit Polizisten, die angezeigt werden, noch, dass ich in irgendeiner anderen Abhängigkeit bei Ermittlungserfolgen bin. Und wie ihr es gerade hört, bei Florian kommt schon die Polizei. Und die kommt schon mich abholen, ja. Hat man das echt so laut gehört? Das muss ich gucken. Dass ja, ich so laut nicht, man hat sie mit... Naja, man hat sie im Hintergrund gehört. Extrem aber ich dachte, sensibles Mikro. Da du gegen die Polizei hetzt, du Antifaschist, greife ich das doch gleich mal auf und. Ja, also das ist einfach so, das ist so diese Basis. Das heißt weder, dass die Polizisten alle Gewalt ausüben und das heißt weder, dass wir ein Problem haben, sondern das heißt, das ist doch eher die Aufforderung, lasst uns doch ein Vorbild sein für den Rest der Welt, weil dann dürfen wir auch wirklich den Finger auf andere Länder zeigen. Ich finde deine Idee grundsätzlich gar nicht verkehrt, dass du sagst, ja, dann lass uns doch eine unabhängige Behörde gründen. Das Problem, das ich dabei nur sehe, ist, warum sollte sich beim Ermittlungserfolg dann irgendwas ändern? Weil ich glaube nicht, nur weil da jetzt ein Unabhängiger steht, der mit der eigentlichen Polizeiarbeit oder der Polizeibehörde nichts zu tun hat, glaube ich nicht, dass der mehr Infos aus einer geschlossenen Polizistengesellschaft herausbekommt, als ein Polizist, der ermittelt. Der mag zwar selbst keine Repressalien befürchten zu müssen, aber derjenige, der quasi der Spitzel ist oder der quasi verrät, der hat ja die Repressalien zu befürchten. Und aus der Praxis kennen wir das alle irgendwoher. Ja, man kann den Leuten sagen, ja, das wird anonym behandelt, am Ende erfährt es trotzdem irgendjemand, der es nicht erfahren sollte. Oder aber es gibt Gerüchte und spätestens dann ist ja dein Ruf genauso im Arsch. Von daher glaube ich nicht, dass eine neutrale Behörde untergeordnet unter dem Justizministerium, um mal dein Beispiel einfach aufzugreifen, glaube ich nicht, dass uns das hier helfen wird. Weil das Problem ist, denke ich, nicht die Struktur einer Behörde oder die Strukturen innerhalb der Behörde, sondern ich glaube daran, woran es immer wieder krankt, was wir in so vielen verschiedenen Beispielen sehen, ist in meinen Augen wieder der Mensch. Ich kann, wie gesagt, Polizisten verstehen, gerade jetzt als Beispiel, gerade so ein verschworener Verein, klingt auch schon wieder doof, aber gerade ein relativ sich privat haltender Kreis wie ein SEK, wie ein MEK oder auch die Einsatzhundertschaften kommen ja auch schon in die Region. Das sind Leute, die sich in meinen Augen noch mehr als Streifenpolizisten aufeinander verlassen können müssen. Und gerade bei den Einsatzhundertschaften weiß ich es beim SEK tatsächlich nicht so sehr, die sehr, sehr viel Zeit auf engstem Raum miteinander verbringen. Also gerade so Einsatzhundertschaften weiß ich von Bekannten, dass die einfach mal so 16-Stunden-Dienste geschoben haben, etc. pp. Und wenn du dann 16 Stunden mit den 8 gleichen Leuten an 5 Tagen hintereinander auf einem Auto sitzt und quasi 16 Stunden, also den Großteil deines Tages mit denen verbringst und im Zweifelsfall, wenn irgendwo jemand wirklich Stress sucht und das auch noch mit der Polizei, du dich darauf verlassen können musst, dass der Typ, der 2 Sitze hinter dir sitzt, dir den Rücken frei hält, dass dir nicht irgendjemand von hinten den Schädel einschlägt, kann ich verstehen, dass du da aus einer von mir aus auch moralischen Sicht oder sozialen Geschichte heraus einfach das Problem bekommst, zu sagen, ey, aber ich piss dem doch jetzt nicht an den Karren, wenn der quasi seit, weiß ich nicht, angenommen irgendeine Zahl, seit 3 Jahren mir den Rücken frei hält. Das kann ich nachvollziehen. Du, da bin ich ja voll bei dir. Nachvollziehen kann ich es auch. Ich frage also nicht, ob ich es gut heiße oder genau, genau. Das wäre noch meine Anmerkung an dieser Stelle gewesen. Aber ich glaube, es krankt halt einfach an dem System, dass die Leute, und das haben wir ja auch festgestellt, und das sieht man an der Thematik, über die du gleich noch reden wolltest, mit der Bezeichnung, dass du ein Antifaschist seist, finde ich, sieht man das wieder ganz gut. Unser Problem ist eigentlich nicht, dass wir, dass das System nicht passt, sondern ich finde, das Problem gerade heute ist, dass du Diskussionen nicht führen kannst, ohne dass irgendjemand sofort hochemotional wird. Ne? Also absolut. Finde ich, ist hier genau das gleiche Beispiel. Ich habe mir jetzt durch Zufall, weil es mir vorgeschlagen wurde, habe ich mir von auf YouTube von Spiegel TV,
Ja, ich glaube Spiegel TV oder Stern TV, ich weiß es nicht genau. Habe ich mir so zwei, drei kurze Clips angeguckt von einem Deutsch-Türken. Da ging es auch so um die Geschichte, bist du jetzt Türke, bist du Deutscher, bist du Türke, der in Deutschland wohnt oder was auch immer. Im Zusammenhang mit dieser ganzen Debatte 2018 war das, glaube ich, als der türkische Präsident hier in Deutschland war und auch diese ganzen Abstimmungen gemacht hat für seine Gesetze da. Ünal, irgendwie heißt der. Und der ist zu einer Veranstaltung, oder nicht zu einer Veranstaltung, sondern der ist mit dem Kamerateam quasi zu diesen ganzen Erdogan-Befürwortern, die, weiß nicht, da auf der Straße waren, weil sie dem zujubeln wollten oder sowas. Und da sind ganz viele, also der war alleine, ne? Das war einer mit einer weiblichen Moderatorin quasi, die zum Kamerateam gehörte, plus die, ich weiß nicht, ein, zwei Kameraleute, weiß nicht, wie viele dabei sind. Und der stand erstmal nur da. Und hat halt selber gesagt, ich hasse Erdogan, weil das, was er macht, das hat mit der Türkei nichts zu tun, sondern das, ne, sehe ich quasi als Diktatur. Hat das aber nicht mal irgendwie groß publiziert da vor Ort, sondern hat sich halt mit denen hingestellt, hat mit der Reporterin in einem ganz normalen Ton und auch relativ ruhig und auch, ja, ich sag mal, Zimmerlautstärke, ne, sich unterhalten. Die Leute schienen ihn aber schon zu kennen. Und je länger die da standen, desto aggressiver wurden diese Menschen. Waren auch der Meinung, dass es vollkommen in Ordnung sei, wenn man quasi handgreiflich gegen diesen Menschen werden würde und haben ihn auch immer stärker beleidigt, obwohl er überhaupt nicht darauf, also er hat nicht darauf nicht reagiert, aber er ist halt nicht darauf eingegangen, hat zurückbeleidigt oder so, sondern er wollte halt eine sachliche Diskussion führen, warum sie den denn so gut finden und was seine Argumente dafür sind, warum Erdogan nicht so gut ist. Und haben das Spiel zweimal versucht und in beiden Fällen waren die relativ schnell in, weiß ich nicht, 2, 3, 4, 5, 10 Minuten von einer relativ großen Traube Menschen umringt, die alle mehr oder weniger nichts Besseres zu tun hatten, als ihn aufs Übelste zu beleidigen, ihn und seine Familie und zu sagen, was für eine Schande er sei und dass es vollkommen in Ordnung wäre, wenn man ihn quasi schlagen und bespucken und keine Ahnung was würde. Wo ich mir auch denke, so. Also ich kann verstehen, dass Leute ihre Position vertreten wollen, aber das hat ja nichts mehr mit Diskussion zu tun, sondern hier geht es ja nur darum, irgendjemanden, der in Unterzahl ist, zu bashen, ohne dass ich mir seine Argumente anhöre, beziehungsweise meine eigenen vernünftigen, nachvollziehbaren Argumente vorbringe. Sondern, also da ging es ja nicht drum. So. Und ich glaube, das ist bei diesem Antifaschisten-Ding so ein Problem. Und ich denke, das ist, wenn du auf so ein Thema wie, warum können wir Polizei oder sich falsch benehmende Polizisten nicht ermitteln und ich sag mal bestrafen, denke ich, ist genau das gleiche Problem, weil sobald du einem Polizisten sagst, wir ermitteln gegen deinen Kollegen, ist dir schon mal irgendwas bei dem aufgefallen, wird nicht jeder, aber ein, ich denke mal, größerer Teil der Polizisten sich hinstellen und sagen, wie, ihr ermittelt gegen uns. Also wir reißen uns die ganze Zeit den Arsch auf und jetzt wollt ihr uns auch noch dafür bestrafen, dass wir uns den Arsch aufreißen oder was? Ja klar, das hat auch ein bisschen was mit dem eigenen Selbstverständnis zu tun. Also Also wie wir gesagt, ich. setzen unser Leben ständig aufs Spiel, also können wir doch gar nicht die Bösen sein. Vielleicht ist das der Trugschluss, ne? Also, aber ich denke, da geht halt diese Emotionalität los, dass man halt relativ schnell in so eine Phase verfällt, von wegen, warum ermittelt ihr denn jetzt gegen uns? So, wir haben doch nichts getan, wir reißen uns den Arsch auf und jetzt werden wir dafür auch noch bestraft. Nein, so ist das nicht gemeint. Also, ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang an unserem ersten Podcast gesagt hatte. Ich wollte eine Zeit lang selber Polizist werden und habe es aber aufgrund körperlicher Kriterien nicht geschafft. Du Und bist nicht, zu weil hübsch mein. für die Ladies. Genau, ich war zu hübsch und die Polizei hatte Angst, dass die Leute sich alle nicht konzentrieren können. Und also ich bin nach wie vor auch nicht der Meinung, dass die einen beschissenen Job machen. Mit Sicherheit gibt es viele Polizisten oder gibt es in meinen Augen Polizisten, die Dinge nicht so machen, wie sie es machen sollten, aufgrund Vorbildfunktion oder anderer Sachen. Ich hatte das letztens, ich stand am Alexanderplatz an der Ampel, rechts von mir stand ein Polizeiwagen, also ganz normal im Verkehr. Ich habe es leider nicht gesehen, ob die Ampel grün oder rot war, aber zum Abbiegen schaltete er das Blaulicht ein. Ohne einen erkennbaren Grund. Jetzt mag es irgendeinen Grund gegeben haben, warum dieser Polizist das Blaulicht eingeschaltet hat. Vielleicht hat er einen Auftrag bekommen und kaum, dass er rechts abgebogen war, ist aufgefallen, dass jemand anders den übernommen hat, der näher dran ist. Mag sein, aber für einen Otto-Normalbürger sieht es jetzt halt erstmal so aus, toll, der benutzt sein Blaulicht, um rechts abbiegen zu können, ohne dass ihm jemand in die Quere kommt.
Kann man positiv auslegen, der hat für Sicherheit gesorgt, weil die Fahrradfahrer fahren ihm halt nicht rein bei Blaulicht, also konnte er abbiegen, ohne dass ein Fahrradfahrer zu Schaden gekommen ist, auch toll. Aber das ist halt so das, was die Gesellschaft mitbekommt und was die Gesellschaft halt weiß. Und da, finde ich, hast du aus welchem Verständnis auch immer häufig dieses Problem, dass meines Erachtens nach Polizisten meinen, sich etwas herausnehmen zu können oder zu dürfen, was nicht unbedingt den besten Eindruck macht, ohne, wie gesagt, wertend sein zu wollen, dass die Polizei grundsätzlich alles scheiße macht oder nicht. Darum geht's. Das Gefährliche ist ja, und das merken wir, merke ich ja vor allem auch an unserer Sprachwahl, dass wir das, was wir ja gerade eben kritisieren, dass wir, glaube ich, keine vernünftige Diskussion hinbekommen, gleich wieder versuchen zu relativieren, indem wir sagen, naja, aber es sind ja nicht alle so und um Gottes Willen, da gibt es auch noch Gute oder sowas. Nein, wir sprechen tatsächlich über, ich will es nicht mal schwarze Schafe nennen. Ich habe auch ein Problem damit, aber das sage ich auch ganz. Schafe. Es sind aber, ja, es sind schwarze Schafe, aber. Also jetzt nicht vielleicht unbedingt der Polizist, der mit dem Blaulicht rechts abbiegt, damit ihm keiner reinfährt. Den würde ich jetzt nicht als schwarze Schaf bezeichnen. Aber Polizisten, die in ihrer Amtsausübung nicht aus Versehen, sondern mit voller Absicht, weil sie, weiß ich nicht, das als Ventil sehen oder weil sie geil drauf sind, in ihrer Handhabe über die Stränge schlagen. Und das mit voller Absicht. Ich rede jetzt nicht von Polizisten, die in einem Handgemenge irgendjemanden, oder da gibt es, glaube ich, auch ein Bild oder da gab es eine Berichterstattung zu, da ist irgendeine vollkommen unbeteiligte Person mehr oder weniger durch eine Demonstration gelaufen und hat sich im Anschluss darüber beschwert, dass sie von der Polizei eins auf die Fresse gekriegt hat. Ja, dann lauf halt nicht durch eine Demonstration, wo du sehen kannst, dass die Situation angespannt ist. Ne? Also um solche Leute geht's nicht. Leute, die in ihrer Amtsausübung, weil sie den Überblick verloren haben, weil, keine Ahnung, das ein Gedränge ist, was auch immer, mal über die Stränge schlagen, das passiert jedem. Also ich bin nicht unfehlbar, du bist nicht unfehlbar, unsere Zuhörer sind nicht unfehlbar. Und jeder wird irgendwann mal eine Situation gehabt haben, wo er was gemacht hat und sich im Nachgang selber, ohne es öffentlich zuzugeben, sich gesagt hat, das hätte ich jetzt aber auch mit weniger lösen können. Und um die geht es ja nicht, sondern es geht ja eigentlich nur um die, die sich wirklich hinstellen und sagen, ich bin in der EU, weil ich richtig Bock habe, Leuten die Fresse zu polieren. Ja, also letztendlich die, die sich bewusst und wissentlich über das Gesetz stellen aus meiner, also sich ihre Position, die Vorteile oder Befähigung, die sie aus ihrer Position bekommen, einfach für eine gewisse Eigennutz zugrunde legen oder beziehungsweise zugrunde machen. Und Das Schlimme dabei ist ja, dass ich zwei Punkte habe. Mein Hauptargument ist immer, weil da relativ schnell die Argumentation kommt, naja, Polizei stellt ja auch nur einen Querschnitt der Gesellschaft dar. Nein, aus meiner persönlichen Sicht nicht. Ich brauche fast, glaube ich, jetzt inzwischen in allen Bundesländern, brauche ich ein Studium, um praktisch Polizist in Anführungsstrichen zu werden, um zum Polizeiberuf nicht zugelassen zu werden, aber es ist weniger ein klassischer Ausbildungsberuf anstatt ein Bachelorstudium. Das heißt, wir können einfach erwarten, dass wir unter den Polizisten ein deutlich höheres Bildungsniveau haben gegenüber dem Rest der Gesellschaft. Dass wir eine andere Einstellung haben zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dass wir einen anderen Bildungsgrad haben, aber letztendlich auch vielleicht andere Methodiken mal gelernt wurden, um zumindest geistig mit bestimmten Sachverhalten umzugehen. Und von daher verraucht für mich dieses Argument Querschnitt der Gesellschaft. Ich habe es früher selber genutzt, aber das verraucht, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr verraucht sich dieses Argument bei mir, weil es eben letztendlich nicht ist. Ein Querschnitt der Gesellschaft bedeutet, ich habe von Hartz IV bis zum Professor alles dazwischen. Sicherlich habe ich nur einen Bereich der Gesellschaft, aber Ich habe da andere Menschen zu sitzen, anstatt diejenigen, die draußen aus einem Übermut Straftaten begehen, die aus Geldnöten oder anderen Sorgen Straftat begehen oder die das aus einer reinen Kicksituation oder Bereicherungsansicht Straftaten begehen. Aber du scheinst das anders zu sehen. Ja, was heißt anders zu sehen? Also mit Sicherheit ist die Anforderung, ein Studium abschließen zu müssen, um bei der Polizei anzufangen, nicht mehr unbedingt Querschnitt der Gesellschaft. Also von der Anforderung des Bildungsniveaus gebe ich dir recht. Wo ich dir nicht recht gebe, ist, dass nur weil du ein höheres Bildungsniveau hast, du deswegen nicht mehr Querschnitt der Gesellschaft sein kannst.
Weil nur, weil du ein Abitur hast, Fachabitur, Hochschulreife und damit auch noch vielleicht sogar noch ein Studium, bin ich der Meinung, heißt es lange noch nicht, dass du den Intelligenzgrad besitzt, dass du unterscheiden kannst zwischen einem, das ist Hetze und das ist keine Hetze. Deswegen würde ich. Aber ich komme näher dran, das erkennen zu müssen. Sicherlich, ich habe gestern mit jemandem darüber gesprochen, nicht, dass die subtilen Formen deutlicher geworden sind, aber ich kriege doch ein anderes Denken über ein nicht. Höheres. Wenn du dir, guck dir doch mal, also guck dir mal, überleg dir mal, erinnere dich mal zurück, wie dein Abitur abgelaufen ist quasi. Im Endeffekt wusstest du von Anfang, oder also wenn du aufgepasst hast, wusstest du von Anfang an, was deine Lehrer an Themen abfordern, beziehungsweise du hättest es dir sogar selber raussuchen können, weil der, zumindest in Berlin bin ich der Meinung, der Senat das Rahmenschulprogramm, glaube ich, veröffentlicht. Das heißt, du weißt von Anfang an, was quasi vorkommt. Das heißt, die komplette Denkweise, die du aufbaust in deiner Schulzeit, ist ja quasi, ich sag mal, einseitig geprägt, weil du bestimmte Punkte dir anschaust. Natürlich sollte bei einem Abiturienten, das haben meine Lehrer auch gesagt, sollten bei einem Abiturienten die Fähigkeiten vorhanden sein zu substituieren, nein, das meine ich nicht, sondern quasi abstrakt zu denken. Ne, dass man halt sagt, so, okay, ich habe jetzt Sachverhalt X, der ist zwar nicht genauso wie Sachverhalt Y, aber ich kann aufgrund der Betrachtungsweise des Sachverhaltes X das Gleiche auf Y anwenden, auch wenn die Situation nicht vollkommen gleich ist. Da hängt es aber auch wieder vom Lehrer ab, ob er es schafft, dir das zu vermitteln. Nichtsdestotrotz kannst du in meinen Augen trotzdem ein Abitur abschließen, selbst wenn du nicht abstrahieren kannst. Ja, aber da sind wir ja nur beim Abitur. Also ich meine, im Bachelorstudium der Polizei, das beinhaltet ja mehrere Semester Rechtskunde. Also ich habe einen Ausschnitt aus einem Rechtsstudium. Das heißt, ich bin mir stärker bewusst oder bin mir mehr als der Querschnitt der Bevölkerung stärker bewusst, was bedeuten denn eigentlich freiheitlich-demokratische Grundrechte? Was sind Straftaten? Wo gibt es Zwischenbereiche? Und dann lege ich noch mit voller Inbrunst einen Eid ab, um genau Grundgesetz, Grundrechte zu akzeptieren. Und da erwarte ich einfach, dass jemand nicht in, das hat ja nicht nur mit Polizeigewalt, sondern es hat auch mit irgendwelchen anderen, lass es hier mal irgendwelchen Verschwörungserzählungen zu tun haben, wo es darum geht, wo dann irgendwie aufs Grundgesetz oder ähnliches verwiesen wird, wo du vielleicht sagen kannst, ja, der einfache Bauernpöbel, der sieht da jetzt vielleicht mit Corona und mit Impfen und sowas irgendwelche Verflechtungen, aber ich erwarte von dir, Polizeibeamter, dass du einen so intensiven und umfassenden Rechtsschatz hast, dass du das anders für dich bewerten kannst und anders mit dieser Situation für dich umgehen kann. Also ja, das ist ja eigentlich mein Kernargument. Nee, aber ich glaube, dann hast du, also zumindest das, was ich von der Polizei Berlin und dessen Ausbildung bzw. Studium bisher weiß, hast du ein falsches Bild. Weil wenn du dir den mittleren Dienst der Polizei in Berlin anguckst, da geht es nicht darum, das Recht zu kennen und es zu interpretieren, wie wir es im Studium zum Beispiel gemacht haben. Also wenn du da irgendeinen Fall hattest, dass du klar den Fall komplett durchexerzierst mit ist das und das, ist das und das und dass du dann abstrahierst und sagst, okay, aber was bedeutet das in der Durchführung, was sagt das geltende Recht oder die geltende Rechtsprechung, sondern im mittleren, also in der Ausbildung der Polizei Berlin war quasi gefordert, dass du eins zu eins den Rechtstext im Kopf hast. Das gilt für einen Betrug, für eine Körperverletzung, für eine schwere Körperverletzung etc. pp., für Verkehrsrecht, was auch alles dazukommt. Da war gefordert, dass du, wenn ich dir sage, Paragraph 25 Absatz 1 aus der StVO, dass der Prüfling dir quasi eins zu eins sagen kann, was in dem Gesetzestext drinsteht. Damit, nur weil du den Text auswendig kennst, hast du ihn aber nicht verstanden. Bei dem Studium bin ich nicht ganz 100% drin. Also ich kann es gerade mal sagen, ich habe es gerade mal hier von der HWR aufgerufen. Ja, die Module habe ich auch offen. Ja, Modul 4 Strafrecht, Modul 6 Polizei- und Ordnungsrecht, Grund- und Menschenrechte. Das ist schon richtig, aber jetzt mal davon ausgehend, was bei der mittleren, beim mittleren Dienst der Fall ist, mal ausgehend, dass es bei dem gehobenen Dienst ähnlich ist.
Also, dass dieses ganze Interpretieren, dieses Abstrahieren, dieses Umsetzen auf andere Bereiche bei der Polizei gar nicht so stark vorkommt, wie es bei uns im Studium war, Ja, aber ich habe hast ja du schon das trotzdem, ich kriege Problem, doch dass. trotzdem ein anderes Verständnis davon. Ja, Selbst wenn mir gesagt wird, das, da was wäre du ich tust, das, vorsichtig. selbst wenn das, was du tust, falsch ist, also das Erkennen von Straftaten und das Bewerten von Straftaten, selbst das, also ich sehe da draußen jemanden, der irgendwas begeht, klar, dass ich nicht wie ein Jurist dann bewerten kann, ja, also das ist eine Abgrenzung zum Betrug, doch eher ein Erschleichen von Leistungen und sowas, alles gar kein Thema, aber ich habe ein besseres rechtliches Grundverständnis als der Durchschnittsmensch. Aber dem mal. Nein, nee, du hast kein Rechtsverständnis, sondern du kennst einfach nur das, was im Buch steht. Ja, aber dann Das habe ich weißt das ja, du, aber dann das habe ich ist, das ja, aber aber das ist trotzdem ja weiß kein, ich mehr als der Mensch da draußen, ja, aber weil das ich ist ja doch auch kein Rechts, Straftaten ja, erkennen aber das ist, muss. ja, aber das ist doch trotzdem kein Rechtsverständnis. Na doch, Also ein ich finde schon. Rechtsverständnis, Es ist mehr als was man nee, draußen hat. das ist ein Recht kennen, aber kein Verständnis. Witzigerweise, weil du es angesprochen hast und um da noch ein Argument für zu geben, dass ich denke, die Ausbildung nicht so ist wie bei uns im Studium. Ich hatte einen Studienkollegen, der kam, also der war lebenserfahren, um das freundlich auszudrücken. Der kam auch von der Bundeswehr, der war da auch in einer geschlossenen Einheit und hatte die Bundeswehr verlassen, weil ich weiß es gerade gar nicht genau. Er hat es mir mal erzählt, ist aber auch egal. Der hatte angefangen, Sicherheitsmanagement mit mir zusammen zu studieren, bis ins vierte Semester, glaube ich. Und weil er aber quasi in seinen Heimatort wollte, der kam nicht aus Berlin, hat er sich dann bei der Polizei Berlin beworben. Hatte sich da auch auf den, ich glaube, weil es einfach von den Einstellungsverfahren bzw. von den Einstellungsfristen besser passte, hatte er sich da auf den mittleren Dienst beworben. Ist da auch reingekommen, für ihn dann mit dem Hintergrund, sich da ausbilden zu lassen und dann quasi eine Versetzung in sein Heimatbundesland zu beantragen, weil das wohl. Weil viele nach Berlin wollen und wenige woanders hin, war also für ihn quasi der Jackpot. Und ich hatte als er in seiner Ausbildung war, hatte ich die Gelegenheit, mich nochmal mit ihm auszutauschen und mit ihm ein bisschen zu sprechen, habe halt auch gefragt, wie es ist. Und er sagte mit so einem Lächeln im Gesicht, das ist zumindest in der Ausbildung, das ist schon wieder ein paar Jahre her, sage ich gleich dazu, nicht unbedingt nicht gestattet, aber nicht so gern gesehen ist, wenn du viele kritische Nachfragen stellst. Da hatten sie irgendwie, weiß nicht, die waren auf irgendeiner, ich sag mal, Ausflug, die haben irgendwas besichtigt, was halt auch mit Polizei, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie etc. zu tun hat. Da hat ihn der quasi der Betreuer, der Dozent, der Lehrer, wie auch immer du ihn nennen willst, hat ihn zur Seite genommen und hat gesagt, denken Sie dran, wir sind nur eine Stunde hier, stellen Sie nicht so viele Fragen. So, und wenn das die Grundlage für eine Ausbildung ist, und du hast ja, das klingt jetzt wieder böse, aber das gleiche Klientel an Lehrern, die ja im Endeffekt für das Studium ja auch irgendwo, dann gehe ich grundsätzlich nicht davon aus, dass die ganzen Leute, die da ausgebildet werden, ein Rechtsverständnis besitzen, sondern ein Rechtswissen. Sie wissen, was da steht, und sie können das, was da steht, auch anwenden. Aber das heißt nicht, dass sie es interpretieren und verstehen, Also ich sondern glaube, das wir heißt nur, werden dass sie dieses es durchführen Problem können. heute nicht lösen, weil diese Diskussion ja schon innerhalb der Polizei besteht. Also ich kann da Genau, mal ein also ich denke auch. Zitat vom Präsidenten des Landeskriminalamts Baden-Württemberg bringen, der sagt, ich wehre mich grundsätzlich immer gegen den Begriff, wir wären ein Spiegelbild der Gesellschaft, denn dann bräuchten wir kein Auswahlverfahren. Von dem Satz halte ich nichts. Das kann nicht unser Anspruch sein. Unser Anspruch muss höher liegen, deutlich höher. Gibt es natürlich von der Gewerkschaft gleich wieder Kritik, die da lautet, wir versammeln nicht die Elite, sondern wir geben auch Randgruppen einen Raum. Und natürlich auch andere Gewerkschaften, die sagen, naja, dann müssten wir kein Auswahlverfahren und wir lassen die Besten im Auswahlverfahren ziehen, weil das alles so ist. Aber Ja gut, die Frage stellt sich ja immer, worauf beziehst du Querschnitt? Wenn es jetzt darum geht, weiß ich nicht, familiäre Situation, würde ich sagen, doch, wird bestimmt Querschnitt sein. ja, Wenn es absolut. jetzt, also wenn es jetzt um Bildungsniveau geht, würde ich sagen, ja, haben sie recht. Heißt nicht unbedingt nur, weil alle Abitur haben und studieren, dass es ein Querschnitt ist, weil wird es wahrscheinlich nicht sein. Man kann jetzt natürlich auch noch die Diskussion aufmachen, unabhängig davon, ob die Ausbildung stimmt, liegt es eventuell einfach an Altkollegen,
die quasi ich sag mal, eine Einstellung für sich haben, und es ist einfach ein langer, schleichender, generationswechselnder Prozess, bis diese Problematik von ich kann alles, du kannst gar nichts und ich habe auch keine Ahnung, wie ich mein Hirn benutze und mal nachdenke, sich da rausgefuchst hat. Aber weiß da, ich nicht, ja. kann man aber auch zur Diskussion quasi absolut stellen. Also das muss auch zur Diskussion gestellt werden, weil letztendlich das ja auch eine Frage ist, wo ich mir dann auch sage, naja gut, okay, also ich will jetzt pauschal gar nicht behaupten, dass das so stimmt, dass wir eine Situation wie in den USA haben und dass alles nur Täter, Nazis, Rassisten und sonst irgendwas sind. Aber man muss sich natürlich an dieser Stelle schon fragen, warum dieser mögliche Generationswechsel, den du ja auch schon angesprochen hast, nicht stärker getrieben wird und diejenigen, die wirklich tagtäglich gute Arbeit leisten und die wirklich für ihre Sache brennen, weil sie Idealisten sind, weil sie dort hinterher sind, weil sie das wirklich ausüben, nicht weil sie Macht ausüben wollen, sondern weil sie den Beruf ausüben, um wirklich anderen Menschen zu helfen. Warum die nicht die Speerspitze einer neuen Bewegung sind, die sich dorthin stellt und sagt, wir müssen die Polizei modernisieren und modernisieren nicht nur, wir geben denen jetzt mehr Waffen und mehr Ausrüstung mit, sondern vielleicht auch in ihren Organisationen und ihren Strukturen. Vielleicht ist da der Chorgeist zu groß im Umkehrschluss, und da kommen wir jetzt mal auf das, was wir die ganze Zeit schon angesprochen haben mit Antifaschist und sonst ja, aber irgendwas. Ja, da hätte ich drei Antworten für dich. Die erste ist, dass sie eine Minderheit sind, die Speerspitze bilden könnten, um ein gutes Außenbild darzustellen. Zweite ist, habe ich vergessen. Und die dritte ist, fällt mir schon gleich wieder ein, hatte ich von einem, habe ich sogar von einem Polizeidozenten, der uns auch unterrichtet hat, der das uns mal gesagt hat und auch sagte, er würde das seinen Polizeistudenten mitgeben. Du kannst als Guter so viel tun, wie du willst und so gut sein, wie du willst. Sobald du ein schwarzes Schaf hast, hat quasi die gesamte Behörde es verkackt, weil jeder erstmal nur dieses schwarze Schaf sieht. Ja. Da muss ich ihm recht geben. Ja, natürlich. Also, ich meine, diese Tendenz haben wir doch in unserem Gewerbe doch genau die gleiche. Natürlich, aber das ist ja das Problem. Also selbst wenn du, mal angenommen, du hast 99% von, ich weiß gar nicht, wie viele Polizisten wir haben, ich glaube 250.000, 300.000, glaube ich, in Berlin. 99% von denen sind die absoluten Überflieger, keine Verfehlung, alles richtig, übelst freundlich, kriegen alle Sachen ohne irgendwelche Gewalten geklärt etc. pp. Und dann hast du 1% oder von mir aus auch 5 Leute, die dauernd über die Stränge schlagen, die vielleicht auch noch, wenn nicht rassistisch sind, die vielleicht auch noch Nazis sind und die dauernd irgendwem auf die Fresse hauen. Da wirst du, bin ich der Meinung, das Vorurteil, dass die Polizei total gemein ist und total schlimm ist, nicht mehr aus den Köpfen kriegen. Ja, aber die bewegen sich ja in eine Organisation. Also ich habe mich heute früh schon wieder geärgert, weil offensichtlich muss es, ich habe es noch nicht nachgelesen, muss es offensichtlich einen Videoausschnitt zu einer Festnahme oder ich sag mal einer unter Zwang durchgeführten Festnahme vom Alexanderplatz vom Samstag gegeben haben, das in den Netzen mit Polizeigewalt und Ähnliches kursiert. Wie reagiert die Berliner Polizei darauf? Die Berliner Polizei macht einen Instagram-Post oder beziehungsweise nicht mal einen Post, was lange besteht, sondern machen eine Story, die nach 24 Stunden wieder verschwindet, wo, ich sag mal jetzt wirklich ganz salopp drin steht, ja, glaubt nicht alles, was ihr seht und das zeigt wahrscheinlich nur einen gewissen Ausschnitt. Und du sitzt dann da wirklich als jemand, der weder, also Antifaschist bin ich, weil ich gegen Faschismus bin, also nicht hier bolschewistischen, linke, antifaschistisch randalierender Mob. Und ich bin auch keiner, der gegen die Polizei an sich ist und meint, wir sind ein Polizeistaat und das ist sowieso alles zu viel, sondern als nüchterner, sachlicher Mensch, der einfach dazwischen steht und sagt, okay, Polizei Berlin, das ist jetzt eure Antwort darauf, dass in einer aufgeheizten Situation, wo es darum geht, dass wir über bei einer Demo zu Polizeigewalt plötzlich ein Video kursiert, wo es um Polizeigewalt
vermeintlich geht, das natürlich in einem Kontext betrachtet werden muss. Aber eure Antwort ist da drauf, so lapidar, glaubt nicht alles, was ihr seht und dieses Video zeigt nur einen Ausschnitt. Sorry, das ist mir für ein sachlich nüchterner Mensch ist mir das zu wenig. Und das ist mir aber zu viel im Umkehrschluss, wenn ich eine Gewerkschaft in Berlin habe oder einen Ableger der Deutschen Polizeigewerkschaft in Berlin habe, die durch regelmäßige Facebook-Posts, und da sind wir ja eigentlich dorthin, wo wir hinkommen wollten, die Stimmung aufheizt, weil das nur noch um Populismus und Ähnliches geht. Also ja gut, kann ich aber verstehen, dass ein Polizeibeamter sagt, naja, also die einen beschützen mich nicht, weil sie irgendwie nur einen Spruch da drauf sagen und der andere sagt, ja, aber da draußen gibt es viel Bösere und da müsste man jetzt endlich mal stark und extrem und hart durchgreifen. Ja gut, aber da stehst du halt wieder vor dem typischen Problem, dass du halt auf der einen Seite den Polizisten hast, der, ich sag mal, der praktisch operativ arbeitend ist und auf der anderen Seite hast du den Gewerkschaftsmitarbeiter, der mit Sicherheit mal Polizist war. Das will ich ihm gar nicht absprechen, aber der doch in seiner Hauptarbeitszeit inzwischen Politiker ist. Und dass da mehr als große Welten zwischenklaffen, ist für mich nicht verwunderlich. Und also ja, aber das kriege ich doch gelöst. Also die Hamburger Polizei hat es doch zu G20 auch geschafft, wo es dann Videos im Netz kursierten, wo es darum geht, um Polizeigewalt und Übergriffe und sowas. Ja, aber das steht doch immer noch im Raum. Ja, steht aber doch immer noch im Raum, dass die Polizei übertrieben reagiert hat beim G20-Gipfel. Ja, aber die in der Diskussion im erheblichsten waren, ohne jetzt zu verteidigen, ob das jetzt gut oder schlecht war, sondern die im erheblichsten waren, da hat die Polizei danach gesucht, und zwar innerhalb von kürzester Zeit, ob sie das davon Ausschnitte hat, weil das vielleicht durch Polizeivideokameras oder Ähnlichem dokumentiert wurde, und hat Beispiele gezeigt, wo der Ausschnitt was ganz anderes zeigte als die gesamte Sequenz. Und das erwarte ich in so einer Situation. Aber vielleicht nochmal auf die Gewerkschaft zurückzukommen, wo wir jetzt nochmal hin wollten und was dafür. Natürlich sind das Politiker, aber die Frage ist, was sind das für Politiker? Und du hast es gesagt, das sind ehemalige Polizeibeamte, davon gehe ich jetzt auch persönlich erstmal aus. Aber wenn ich eine Wortwahl wähle, und das geht um einen Beitrag vom Samstag, wo letztendlich die Berliner Zeitung darüber berichtete, dass offensichtlich ein, ich nenne es mal Mob, randalierender Mob, um es mal hier zu zitieren, in der Karl-Marx-Straße in Berlin durch die Straßen gezogen ist und offensichtlich ein Optiker beim Optiker randaliert hat und bei einer Bank randaliert hat, Scheiben eingeschmissen haben, irgendwelche Mülltonnen auf Fahrbahn oder eine Mülltonne und Autos mit Steinen beworfen hat, eine Mülltonne auf der Fahrbahn in Brand gesetzt hat, das als Grundlage nimmt, um eine Wortwahl zu finden, die ähnlich der von Donald Trump ist in den USA momentan gegen die Protestler, die da draußen sind, dann ist da ein ganz, ganz geringer Schritt aus meiner Sicht, da kurz dafür zu fordern, militärische Mittel zu finden. Und das viel, viel Schlimmere ist, dass das eine zu fordern, wenn im Umkehrschluss sich darunter Personen wiederfinden und bestätigt finden, die explizit schreiben, also ich hatte das dann entsprechend kommentiert und hatte gesagt, naja, Moment mal, aber ein Polizeibeamter muss über seiner Emotion und über seiner Emotionalität stehen. Also der hat nichtsdestotrotz, auch wenn er da Täter hat und Personen hat, die sich widerrechtlich oder gesetzeswidrig verhalten, hat er eine Neutralität in der Ausübung seines Jobs zu machen, dass der nichtsdestotrotz nicht über dem Gesetz dann steht und im Sinne des guten Zwecks dort dann mit übermäßiger Härte zu schlägen. Wenn du dann Berichte dazu liest, dass dann jemand schreibt, Neutralität bei der Antifa, Fragezeichen, eine Organisation, die Deutschland verrecke skandiert, beim Umgang und im Sprachgebrauch über solche kriminelle Subjekte, also die werden ja dann objektiviert, teilweise fordern sie Objektivität, und daraus gleich die Verbindung zu schließen, dass ich daraus ein Sympathisant und ein Förderer dieses kriminellen Verhaltens bin und diese Abschaum dieser Personen bin. Also das ist ja eine Diskussionswelt, eintauchst. Das, was der Typ da geschrieben hat, das in meinen Augen, also ich habe es halt auch gelesen, dachte mir auch, keine Ahnung, ob Mann oder Frau, mir auch egal, aber das hat ja nichts mit Diskussion zu tun. Also das kannst du mir ja nicht erklären. Das, was der da abzieht, ist ja nichts anderes als jemanden beleidigen, und der hat ja auch das System, also der hat ja auch das nicht verstanden, worum es dir
geht oder worum es uns geht. Weil es geht ja nicht darum, also es geht ja nicht darum, dass man irgendwen irgendwie schonen soll, aus irgendwelchen Gründen, sondern es geht ja darum, dass man unabhängig davon, was ein anderer macht, selber man objektiv bleiben muss. Ich weiß gar nicht, ich hatte das letztens erst irgendwo, wo es auch darum, da haben sich zwei gestritten oder sowas, und dann wollte der eine quasi dauernd nachtreten, wo ich mir auch denke, ey, ach ja genau, bei meinem Sport war das letztens. Ich bin ja Kugelschubser. Und da hat jemand quasi aus nächster Nähe, also unterhalb Sicherheitsabstand, auf mich geschossen. Ich war komplett offen zu dieser Person, also man konnte meinen kompletten Körper quasi treffen und diese Person sah sich aber offensichtlich genötigt, mir ins Gesicht zu schießen. Und da habe ich dann auch die Frage gestellt, ey, ganz ehrlich, bist du der Meinung, dass das Sicherheitsabstand war? Die einzige Antwort, die darauf kam, war, ja, das macht ja dein Team auch so. Wo ich mich auch in Anführungszeichen dazu herabgelassen habe, zu sagen, ja, okay, aber nur weil andere das jetzt machen, musst du doch nicht auf den Zug aufspringen. Also das ist ja genau diese Sache. Nur weil andere bescheißen, ist das ja keine Grundlage und kein Argument zu sagen, alles klar, jetzt bescheiße ich auch, weil die anderen machen es ja auch und das ist ja dann wieder fair. Nein, ist es nicht. Sondern es kann nur fair sein, wenn du dich nach wie vor vernünftig verhältst. Und das ist ja hier genau die gleiche Sache. Nur weil die Antifa oder wer auch immer, ist mir eigentlich Wumpe, skandiert, Deutschland soll verrecken, ist das für uns ja kein Argument zu sagen, alles klar, dann kloppe ich da jetzt erst richtig doll drauf. Sondern das ist ja das, was du mit Neutralität meintest. Die Demokratie entsteht nicht dadurch, dass diejenigen, die an der Macht sind, sich denken, okay, auf den, der mir nicht gefällt, schlage ich nochmal extra dolle drauf. Sondern das funktioniert ja nur deswegen, weil jeder die Möglichkeit hat zu sagen, hey, das finde ich doof und das finde ich scheiße. Im Zweifelsfall aber ein Polizist daneben steht und sagt so, pass auf, du kannst deine Meinung gerne äußern, aber wenn das hier gegen die Demokratie geht oder gegen unsere Gesetze geht, dann muss ich dich leider in deiner Bestrebung zügeln. Und dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Dann haben wir diese Neutralität. Aber ich glaube, genau dieses Verständnis ist ganz vielen Leuten sehr stark abhanden gegangen, weil es inzwischen nur noch darum geht, Hauptsache ich, beziehungsweise wenn der das macht, darf ich das auch machen. Und das ist eben meine Gefahr, also das habe ich ja gestern versucht, auch so ein bisschen in meine Gedanken da auch in Worte zu fassen, wo es mir dann auch letztendlich darum geht zu sagen, okay, also müssen wir uns jetzt Sorgen machen um unsere Polizei, weil das ist ja letztendlich ein Sprachgebrauch, der nicht nur von dem Kommentatoren, sondern auch von denjenigen, die praktisch diesen Post erstellt haben, wir gegen die dort oben. Wo meine erste Frage ist, ja Moment mal, also der Senat, den ihr hier kritisiert, aus meiner Sicht aus einer Wortwahl, die ich vielleicht sonst in anderen politischen Bereichen finde, der ist vom Volk gewählt. So, und wenn ich den Senat kritisiere, dann stelle ich mich gleichzeitig aus meiner persönlichen Sicht auch gegen die Stimme des Volkes. Und dann mache ich ja ein Fass auf, wo ich sage, ja Moment mal, mit in einer populistischen Art und Weise, wo ich mich gegen die Stimme des Volkes, gegen die dort oben stelle, dann bin ich doch schon aus meiner Sicht schon wieder in einer Tendenz drin, wo ich mich echt fragen muss, vertritt dann die Gewerkschaft und die Polizei tatsächlich noch die Interessen des Bürgers, nämlich ihn zu schützen, genauso letztendlich auch wie seine Staatsorgane oder Landesorgane in diesem Fall? Und können wir uns noch darauf... Die Aufgabe der Gewerkschaft ist es aber nicht, den Bürger zu vertreten, sondern die Polizisten. Ja, aber wenn die Gewerkschaft, die einen Einfluss, und das haben ja Gewerkschaften nun mal, auf den sie vertreten haben sollen und eine politische Stimmung initiieren, die derer schädlich ist, dann muss ich doch, führt doch auch zu Konsequenzen innerhalb der Belegschaft, die diese Gewerkschaft vertritt. Und das führt mich zu diesen Fragezeichen. Also möchte ich diese Tendenzen haben, dass eine Gewerkschaft immer die Aufgabe hat zu sagen, oh, wir haben zu wenig Personal und ach, ja, man spart uns kaputt. Alles gar kein Thema. Aber möchte ich dort wirklich diese Wortwahl haben, wo es dann konsequent nur um diese Thematik geht, ja, die dort oben und die Linken und der Mob und dann noch die Verbindung mache mit der Mob, wird gefördert von den Linken, ohne zu berücksichtigen, dass unser Rechtsstaat ja funktioniert. Schau dir das Urteil letzte Woche zu Liebig 34 an. Ja, natürlich ist das eine Scheißsituation
zu Fake-Einsätzen zu kommen, angegriffen zu werden, alles gut. Aber unser Rechtsstaat funktioniert, ganz kurz diesen Gedanken, unser Rechtsstaat funktioniert, weil einfach jetzt das Gericht final entschieden hat, dass dieser Bereich zu räumen ist. Ja, das dauert. Das dauert manchen vielleicht auch viel, viel, viel zu lange. Aber lieber dauert das zu lange, als dass ich eine Polizei habe, die da reingeht, die da prügelt und, by the way, liebe ich 34, der ein oder andere wird es mitbekommen haben, vorsätzlich Falschinformationen preisgibt, weil man dann eben möglicherweise die Stimmung auch noch anheizen möchte in der Bevölkerung für die eigenen Interesse. Und selbst der offizielle Twitter-Kanal der Berliner Polizei erklärt, dass der Türknauf da angeblich unter Strom gesetzt wurde, um Polizeibeamten zu verletzen, erheblich zu verletzen, was sich im Nachhinein als völlige Fehlinformation raus, und nicht nur Fehlinformation, sondern einfach als Fake-Information rausgestellt hat. Und da frage ich mich, bewegen wir uns da nicht tatsächlich eher in einer Tendenz, wo wir echt aufpassen müssen, dass das hier nicht eine ganz, ganz gefährliche Abbiegung zur Folge hat. Aber jetzt, also da muss man sich aber ernsthaft die Frage stellen, ob du wirklich jetzt der ganzen Behörde es zum Vorwurf machen kannst, wenn eine Einheit, eine Person, eine Abteilung, whatever, Falschinformationen streut und alle anderen Abteilungen, ohne das jetzt zu prüfen, weil gleiche Behörde und man einfach davon ausgehen können sollte, dass das in Ordnung geht oder dass das richtig ist, ohne einen Faktencheck durchzuführen, das weiter zu benutzen. Also da würde ich einer Multimedia- oder einer Social-Media-Abteilung der Polizei Berlin jetzt nicht unbedingt einen Vorwurf machen wollen, dass sie nicht selbstständig über Einsatzberichte oder Einsatzleiter nicht nochmal nachgeprüft haben, ob die Informationen, die sie da jetzt verbreitet haben, ob die wirklich korrekt war. Hier geht es ja gar nicht um Vorwürfe, es geht einfach Tendenzen, die ich feststelle, wo ich mir einfach sage, das macht mir Sorge, das macht mir Angst, was da passiert. Ja, aber trotzdem, unabhängig davon, in dem Liebig-Fall mag das toll gewesen sein, auf der anderen Seite sage ich mir aber auch, Polizei wurde im Stich gelassen, wenn wir an die Gerhard-Hauptmann-Schule denken. So, und da verstehe ich auch ehrlicherweise nicht. Erklär nochmal ganz kurz für diejenigen, die Gerhard Hauptmann und das im Stich lassen, vielleicht nicht gerade unbedingt auf dem Schirm haben. Die Gerhard-Hauptmann-Schule ist eine, ich glaube, nicht mehr genutztes Schulgebäude, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ich glaube, 2017, nee, muss noch davor gewesen, müsste noch 2015, 2016 gewesen sein. Ich recherchiere mal. Die steht auch in Neukölln für diejenigen, denen es was sagt. Da hatten sich, ich glaube, Flüchtlinge hatten sich da eingenistet. Und da war von seitens Senat gesagt worden, dass sie diese Schule räumen müssen oder dass diese Schule geräumt werden muss. Da hatten sich diese Leute gegen gewehrt und wollten diese Schule partout nicht verlassen, was jetzt natürlich in der Rechtsfolge bedeutet, es handelt sich um einen Hausfriedensbruch. Ein Hausfriedensbruch kann entsprechend, ich sag mal, beseitigt werden. Dementsprechend war die Polizei vor Ort und die Polizei wäre auch befähigt gewesen, diese Leute relativ schnell aus der Schule rauszuholen. Mit der notwendigen körperlichen Gewalt in Form von Anfassen, vielleicht auch den Einsatzstock nutzen, um einen gewissen Druck auf die Leute auszuüben, um das mal so politisch auszudrücken. Und was da passiert ist, dass gesagt wurde, die Schule wird geräumt, die Polizei stand davor, ist schon die ganze Zeit von sämtlichen Anwohnern und irgendwelchen Sympathisanten von denen, die da das Gebäude besetzt haben, bespuckt, gehasst und beleidigt worden. Und dann ist die Politik plötzlich zurückgerudert, hat gesagt, ach nee, jetzt doch nicht. Und dann haben wir die Polizei abgestellt, damit, weiß ich nicht, ich glaube, es ging über mehrere Wochen, ich glaube 3, 4, 5 Wochen, hat die Polizei dann auf die Schule aufgepasst, wo ich mir auch die Frage stelle, was soll die Scheiße? Also, das war klar. In aber wer soll denn sonst entscheiden, was da passiert? Also, da bin ich, müssen wir auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Aber du kannst doch in so einem Fall nicht erwarten, dass von der Polizei irgendwas noch, also dass die Polizei irgendwer noch ernst nimmt, was wir immer weniger die Feststellung haben, dass die Polizei quasi verarscht wird
oder nicht mehr ernst genommen wird. Wenn du solche Sachen bringst, da wird dir die Autorität von deinem obersten Dienstherrn oder von denen da oben geklaut, wie auch immer du das nennen willst. Und am Ende stehst du wie ein Vollidiot da. Da brauchst du dich auch nicht wundern, wenn du dann plötzlich Polizisten hast, die sagen, ey Leute, ich habe auf die Scheiße einfach keinen Bock mehr. Und es dann durchaus passiert, dass sie in ihrem Frust bei irgendwem einfach mal zu doll auf die 12 hauen. Das ist nicht richtig, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Und so ist es auch nicht gemeint. Aber da brauche ich mich nicht wundern, wenn ich mir diese Probleme alle hausmache. Und da hilft mir dann auch nicht eine Gewerkschaft, die sich hinstellt und sagt, der böse, blöde Mob. Ja, aber das Problem krankt doch wo ganz anders. Wenn ich keinen Rückhalt habe, dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr. Dann fängt an, meine Arbeit zu schleifen. Ja, und dann habe ich genau das Problem, vor dem wir stehen. Also. Ja, aber da wird der Job meines Erachtens auch viel zu stark emotionalisiert. Das ist meine Keine Meinung. Frage, Am aber Ende des, sich. ja, aber am Ende des Tages, du ganz ehrlich, ich bin als Polizei, deshalb heißt sie ja auch Exekutive, ausführendes Organ. Natürlich, bei jedem persönlichen Verständnis ist das scheiße, das, was du da gerade beschreibst. Aber am Ende bin ich deshalb nicht Bestimmer, sondern ich bin genau deshalb ausführendes Organ, weil ich einfach tue das, was mir gesagt wird. Und wenn es heute heißt, stell dich davor und morgen heißt es, stell dich nicht davor. Sorry, das ist meine Funktion im Rechtsstaatssystem. Dass das persönlich und menschlich und vielleicht auch in Sicht von Mitarbeiter-Beamtenführung scheiße ist. Ja, aber du Absolut kannst vollstes Verständnis, aber in aber den der Aufgabe, das ist Konflikt. einfach meine Aufgabe, das zu Ja, aber du machen. kannst doch, ja, das mag ja sein, dass das deine Aufgabe ist als Exekutive, aber es ist doch, aber es kann doch nicht sein, dass solch ein eigentliches gesellschaftliches Problem, das ja da der Fall war, nämlich es ging eigentlich darum, um Flüchtlinge, die nicht aus dem Haus wollten und die Polizei eigentlich den Auftrag hätte, die da rauszuholen und die Gesellschaft gesagt hätte, das finden wir aber total scheiße. So, das ist ein gesellschaftliches Problem. Und da finde ich es nicht in Ordnung, wenn sowas auf den Rücken von Polizisten, von Feuerwehrleuten, von wem auch immer ausgetragen wird. Und Feuerwehr ist da ein ähnliches Beispiel. Die Feuerwehr ist genauso wie die Polizei in Berlin kaputtgespart worden. Jetzt stellt sich die Feuerwehr hin und sagt so, ey Leute, wir können die Löschfahrzeuge nicht mehr besetzen. Geht dafür auf die Straße. Die Leute sagen sich so, stimmt, die müssen wir unterstützen. Und die Politik sagt, jo, wir machen was dafür und ich habe es nicht nachvollzogen, aber ich wette mit dir, wenn wir bei mir um die Ecke die Feuerwehr fragen gehen, ob sich was geändert hat, werden die uns lächelnd angucken und fragen, ob wir sonst noch irgendwelche Fragen haben. So, das ist doch ein Problem. Also, das wird doch ständig auf dem Rücken von den falschen Leuten ausgetragen. Und das ist, da krankt doch das System. Und da jetzt irgendjemandem einen Vorwurf machen zu wollen oder irgendjemandem einen Vorwurf machen zu machen, der quasi an operativster Stelle arbeitet, das ist genauso im Sicherheitsgewerbe. Wenn der Sicherheitsmitarbeiter in irgendeiner Form Scheiße baut, dann würde ich je nach Fall, würde ich dem nicht mal unbedingt die Schuld daran geben, sondern im Zweifelsfall hat die Führungskraft dahinter Scheiße gebaut, weil sie entweder nicht erkannt hat, dass das ein absoluter Vollidiot ist oder sie falsche Anweisungen gegeben hat. Dass der Typ trotzdem ein absolutes Arschloch ist, weil er vielleicht auch noch ein Nazi ist oder was auch immer, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das hätte die Führungskraft spätestens, wenn er aufgetaucht ist zum Dienst, erkennen müssen, dass der für den Dienst nicht geeignet ist und hätte dann den Arsch in der Hose haben müssen, zu sagen: Kollege, schön, dass du da warst, fahr mal wieder nach Hause, ich habe doch jemand anders, den ich dafür einsetze, weil mit dir passt das, glaube ich, nicht. Und sich da jetzt jedes Mal darüber aufzuregen, dass die Polizei die Bösen sind oder so. In diese Diskussion leid. Davon abgesehen, ja klar, die sollen das objektiv betrachten, was aber irgendwie alle zu vergessen scheinen, ein Polizist ist am Ende des Tages immer noch ein Mensch. So, und da funktioniert nicht alles mit, ich mache das jetzt total objektiv. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich kann jeden Polizisten verstehen, der zu irgendeiner, weiß ich nicht, häuslichen Gewalt gerufen wird, dann vielleicht wirklich eine blutig geschlagene Frau in der Ecke sitzen sieht. Von irgendeinem Besowski vielleicht sogar noch, um das mal hochtheatralisch zu machen, und dann vielleicht noch ein windelweich geprügeltes Kind in der Ecke sitzen zu sehen. Da kann ich jeden Polizisten verstehen, der mit dem in Handschellen die Treppe runtergeht, weil der im dritten Stock wohnt, das Licht geht plötzlich aus und der Polizist sich denkt, ey, wenn der jetzt stolpert und die Treppe runterfällt und ordentlich Schmerzen hat, naja, dann ist es halt passiert. So, da kann ich dir nicht mal einen Vorwurf machen, weil wir, die wir nicht Polizisten sind und uns für uns ja quasi den Anspruch erheben, wir müssen nicht objektiv sein, das nicht anders machen würden. Von daher auf den Polizisten rumhacken mit, du musst aber neutral sein und du darfst nicht emotional sein. Am Ende ist es ein Mensch mit einer Familie, vielleicht sogar mit Kindern, der will am Ende des Tages nach Hause kommen und den kann es genauso wie uns ankotzen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Von daher, das ist eine unglaublich schwierige Diskussion Wir auf sind vielen Ebenen.
Ja, ich bin ich ja voll bei dir und wir sind ja ein bisschen abgerückt von der Wortwahl, die ich finde, die eine Gewerkschaft, die dann immer noch in einer anderen Position ist, als wie du richtig beschreibst, gerade eines Polizeibeamten, hin zu dem Polizeibeamten sein Denken, sein Handeln und sein Tun. Aber ich glaube, wir können nach deinem emotionalen Abschlussstatement eigentlich, das ich eigentlich so stehen lassen möchte, außer doch mal den Hinweis zu geben, dass es mir gar nicht um den Polizeibeamten an sich geht, sondern ich eher ein bisschen so eine Thematik habe mit dem Konstrukt und Anstachelung und Aufwiegelung, was da möglicherweise noch passiert. Ich kann das alles, was du gerade gesagt hast, auch als Gewerkschaft sachlich und anders verpacken. Da Dann gebe ich dir auch recht. Also, dass die Gewerkschaft da keinen guten Job macht, indem sie die Situation noch anheizt. Das hast du, ich glaube, in Amerika hast du ja Trump, bestes Beispiel. Der macht es momentan ja auch nicht besser. So, statt da irgendwie deeskalierend vorzugehen oder irgendwie, weiß nicht, auf die Leute zuzugehen oder zumindest mal ein Zeichen dafür zu setzen, dass das, was da passiert ist, nicht richtig ist. Aus welchen Gründen auch immer. Jetzt nicht mal Verurteilungen von wegen, der hätte nicht sterben sollen oder den hätten sie nicht verhaften dürfen. Das meine ich nicht, aber grundsätzlich irgendwann mal irgendwie erst deeskalierend wirken, macht er ja auch nicht. Da stimme ich dir zu. Also eine Gewerkschaft, die dann noch Feuer ins Öl gießt, ist ja auch nicht mitgeholfen. Keine Frage. Ja, und deshalb, also ich glaube, abschließend können wir einfach feststellen, dass wir einfach, also ich persönlich, für mich jedenfalls, doch lieber die ermutigen würde oder möchte, die wirklich für ihren Job brennen, die einen guten Tag machen, die einen guten Tag, oh Gott, jetzt will ich mein Abschlussstatement bringen und verkack Schön das so. versaut. Nein, dass ich wirklich Hochachtung vor denjenigen habe, die einen ausgezeichneten Job machen, die wirklich für die Sache brennen, die tagtäglich da auch wirklich ihr Leben riskieren. Ich hätte jetzt schon wieder ein Beispiel dafür gehabt, wo es sinnvoll gewesen wäre, eine objektive Ermittlungsbehörde zu haben. Aber nee, dann lass uns an dieser Stelle einfach nochmal beenden. Es gibt viele gute Polizisten und die müssten eigentlich viel stärker motiviert werden, in den Vordergrund zu treten, Missstände anzusprechen, um dann letztendlich auch das, was sie wirklich gut machen, den Job, den sie gut machen, wieder ein bisschen, glaube ich, aus dieser Diskussionsecke herausziehen und für Bürgernähe. Da gebe ich dir recht, dass man sich totgespart hat. Wir haben es ja selber erlebt. Bereichskontaktbeamte, wo sehe ich heutzutage wirklich noch einen Polizisten, der draußen durch sein Viertel geht, der die Problemfälle kennt, der aber auch dann mal beim Bäcker eine Runde quatscht und ein bisschen mit den Bürgern spricht, mit Tante Emma sich unterhält, was gerade ihr Problem ist und welche Sorgen sie haben. Das ist kaputtgespart worden. Aber es zählt für mich auch immer noch ganz stark, dass wir nicht, und das soll eigentlich die Kernbotschaft sein, dass wir besser, glaube ich, immer noch sind als in den USA, aber dass wir wirklich, wenn wir eine Vorbildfunktion haben wollen und auch mit Fingern auf anderen zeigen wollen, dass wir dort viel, 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 viel stärker und intensiver unsere Polizeiorganisation modernisieren müssen, Whistleblowing-Systeme, unabhängige Überprüfungsbehörden, standardisierte Mechanismen. Ich meine, es funktioniert ja in Teilen. Siehe hier diesen Unfall, der dort Janowitzbrücke war, vor 2 Jahren, glaube ich, oder sowas, wo erst durch eine Mitarbeiterin, ich glaube, es war sogar die Charité, eine Blutprobe nochmal gesichert wurde, weil sie davon ausgegangen ist, dass der Polizeibeamte, der diesen tödlichen Unfall verursacht hat, alkoholisiert war und nur das praktisch dadurch ins Laufen gelassen hat. Und man hat darauf reagiert und hat gesagt, okay, wir schreiben verpflichtend in unsere Dienstvorschrift rein, dass wenn Polizisten an Unfällen beteiligt sind, dass dann automatisiert oder standardisiert eher dort ein Alkoholtest durchgeführt werden soll, etc. etc. Also es gibt ja Mechanismen, die diese Entwicklung vorantreiben, aber bitte nicht immer nur auf Reaktion auf einzelne Fälle, vor allem jetzt nur, wir diskutieren jetzt nur Rassismus, nächste Woche diskutieren wir nur, weiß ich nicht, Antifeminismus und in 2 Wochen haben wir alles vergessen, weil wir dann im Sommerurlaub sind und Corona vorbei ist. Nee, dann bisschen stärker und allgemeiner betrachten und vor allem diejenigen, das gilt ja für uns auch und das haben wir oft genug gefordert, die einen guten Job machen, einfach noch mehr in den Vordergrund bringen, weil die sollten das Bild prägen, nicht die schwarzen Schafe, die irgendwo im unteren Prozentbereich sich in irgendwelchen Organisationen bewegen.
Ja, im Endeffekt die Guten fördern und die schwarzen Schafe, ich sag Konsequent. mal, ja, also melden oder also nicht an den Pranger stellen, ne, nicht standrechtlich erschießen, aber dass man halt publik macht, dass die sich nicht richtig benehmen. Das ist halt, sollte so der Grundsatz sein. Geht ja für dich, für mich, alle. Heißt natürlich auch nicht, dass Leute, die zu Unrecht behandelt werden, aus welchem Grund auch immer, das nicht sagen sollen, ne? Also wenn da ein Polizist ist, der, ich sag mal, seinen Job nicht richtig macht, warum auch immer, dann muss das natürlich auch gezeigt und auch gesagt werden, keine Frage. Man sollte es halt nur nicht, wie wir festgestellt haben, pauschalisieren, über den Kamm scheren. Und ich denke auch die Fülle von Sachen, Rassismus, Diskriminierung, was noch alles dazu kommt, ich glaube, das sind einfach so, ist eine Fülle an Dingen, die es einfach unglaublich schwer macht, sich da noch vernünftig, ja, zu verhalten, beziehungsweise nicht irgendwas in den falschen Hals zu bekommen. Gerade so Kommunikation, Kommunikation ist immer ein sehr, sehr schwieriges Thema in vielen Bereichen. Absolut. Insofern war wieder eine lange Folge mit einer, Sogar wie ich finde, überdurchschnittlich interessanten. lange heute. Aber ich fand eine gute Diskussion, so Ja, finde grundsätzlich. ich auch. Für diejenigen, die durchgehalten haben, schreibt uns wirklich mal eure Meinung dazu. Das interessiert Ah, mich. ich weiß wieder, was mir entfallen war. So rein aus Interesse, guckt ihr mal das Video von Rezo zu Ich zerstöre die Presse an. Habe ich gesehen. Ah, finde ich ein super Video. Ja, absolut. Das ist das beste Beispiel für sachliche Diskussion. Finde ich, hat er echt gut gemacht. Ich habe die Quellen nicht alle nachgeprüft, aber ich finde dieses Format, beziehungsweise die Darstellung, auch wie er dann die Zeitungen quasi analysiert hat zu seiner eigenen Person, finde ich echt stark. Also Hut ab, Ja, da also kann gut wirklich, vor. wirklich, wirklich Hut ab dazu. Ich finde, also ich muss auch sagen, ich bin auch ein bisschen stolz da letztendlich auf unsere Generation, weil uns wird ja immer wieder auch vorgeworfen, wir sind zu wenig politisch, wir beschäftigen uns, wir sind zu wenig sachlich. Ich glaube, er hat gezeigt, dass die Probleme doch deutlich, deutlich benannt werden können. Auch in der sachlichen Diskussion. Leider, 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 und es passt unglaublich gut zu dem heutigen Thema eigentlich. Wer sich dann die Tweets von Julian Reichelt dazu anschaut und die Reaktionen darauf, der merkt sofort wieder, Aber dass einfach kein da fand ich aber Gegenpart auch da ist. da fand ich die Aktion von Postillon fand ich da super. Ja, mit den unterschiedlichen Einspielern dann und den Wobei ich, wobei Überschriften. ich mir, wobei ich mir ernsthaft die Frage stelle, wenn der Chefredakteur der Bild einen Artikel von Postillon retweetet oder teilt mit der Überschrift, da ist der Beweis, wir haben es ja gewusst, dann stellt sich mir ganz einfach die Frage, ob der Mensch wirklich so dumm ist und wie er es dann geschafft hat, Chefredakteur zu werden, wenn er glaubt, dass der Postillon Artikel veröffentlicht, die man 100% ernst nehmen kann, beziehungsweise die in irgendeiner Form, weiß ich nicht, einer klassischen, vernünftigen Zeitung nahe kommen. Also, Tja. weil darauf basiert er ja, dass sie dann die ganzen Überschriften geändert haben und ihn quasi so, ich sag mal, durch den Dreck gezogen haben oder ihn so bloßgestellt haben, weil sie ja sie hatten irgendeinen Artikel gepostet, den er ja zum Ansch zum 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 na, sag schon, mir fehlen die Worte, den Als er Grund genommen genommen hat zu hatte. retweeten. Ja, genau, also als Grund genommen hat, von wegen, das sei der Beweis dafür irgendwas, wo ich mir die Frage stelle, wer kommt auf die Idee, den Postillon als Quelle anzugeben, wenn es nicht um Satire geht. So. Und das zeigt den geistigen Horizont von diesen Menschen in meinen Augen. Vielleicht war Bin es ich mir einfach auch schon. nur ein glücklicher Schachzug. Ja, kannst du mir nicht erklären, der Mann scheint hochgradig dumm zu sein, aber das ist meine persönliche Meinung. Kann sich ja gerne mal bei mir melden. Alles Gut. klar. Wir haben hart überzogen. Entschuldigt dafür. Aber es war ein wichtiges Thema. Ich glaube, das kriegt man einfach nicht in 5 Minuten runtergebrochen. Alle unsere Themen sind total wichtig. So, wir wollen euch nicht länger aufhalten. Ihr denkt euch wahrscheinlich auch, Mann, die quatschen immer weiter. Insofern, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf sämtlichen sozialen Medien, die wir besitzen und auch noch nicht besitzen, damit wir die dann irgendwann besitzen. Wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge oder irgendwelche anderen Anmerkungen habt, schreibt sie uns gerne. Wir freuen uns jedes Mal drüber.
außer bitte wieder, aber das hat sich ja echt zurückgehalten, da hat ja unser Statement da echt gut funktioniert. Außer bitte wieder, oh, das ist alles zu lang, ja, dann hört's nicht. Also auch wenn ihr das jetzt an dieser Stelle jetzt hört, dann habt ihr sowieso zu Ende gehört. Dann, das ist, also das verstehen ja die wenigsten Podcasts und dann bin ich jetzt auch wirklich durch für heute, dann mute ich mich selber. Ein Podcast ist ja auch dazu da wie ein Hörbuch, dass ich das nicht von heute, von morgens bis abends durchhöre an einem Stück, sondern dass ich Pause machen kann und wieder anschalten kann und bleibt gesund, schöne Restwoche euch. Wir sehen uns in 2 Wochen, hören uns in 2 Wochen wieder. Wie gesagt, Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge, schickt uns die gerne. Alle Frauen, die uns kennenlernen wollen, bitte mit Foto und den Hobbys. Ansonsten, ja, bleibt uns nichts anderes, als euch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag, Abend, Woche, schlaft gut, was auch immer. Und bis in 2 Wochen zum nächsten Podcast mit uns. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.